So, einen wunderschönen guten Tag, jetzt mal wieder, liebe Kevin. Ich befinde mich heute in Düsseldorf. Heute findet hier eine Klartext 2021 gemeinsame Veranstaltung statt. Hier. Ist ja. Schon live? Nein, heute mach ich offline. Ah, okay. Ja. Machen gleich was. Ja. Das ist die gleich. So, etwas später. Mehr Teilnehmer sind eingetroffen. So, dann mal die andere Seite. Nach diesem Tag war es. Und die linke Presse. Die Gesichter kennt man ja mittlerweile alle. Und da hinten schwirrt irgendwo die Antifa rum. Was tanzt da vorhin noch? Neugierige bleiben da oben stehen. Ja.
Hi. Was Neues? Jo, ebenfalls. Alles gut, jetzt jo. Kommt so. Servus, Kevin. Na? Auch oben. Ja. Wir machen ein Essen mit. Achso. Facebook. Hm? Wir machen ein Essen mit bei Facebook an der Löschzentrale. Damals. Ja, das ja. Hm. Schon lange her, Gott. Ja, schon eine Weile her. In Mannheim waren wir auch. Dann warst du, glaube ich, nicht mit. Naja, also ich kann leider nicht überall sein, ich versuch's aber. Na, mal gucken. Bist du noch mit? Wenn ich kann, irgendwie mitten her. So abhängig, ob jemand mitnimmt halt. Ja, dann viele hochfahren. Wenn ihr Platz frei habt, müsst ihr ja dabei. Wir müssen umfahren. In der NRW-Gruppe oder so. Ja. Bestimmt gleich. Ich warte mal auf die Reisemöglichkeiten. Dann sowas eigentlich. Wir versuchen jetzt wieder Position zu voll zu kriegen von Heidelberg aus. Hm? Wir versuchen jetzt wieder Busse voll zu kriegen von Heidelberg aus. Okay. Heidelberg, wo liegt das schon wieder? Baden-Württemberg. Ach Gott. Da allein Baden-Württemberg ist schon eine halbe Weltreise für mich. Von NRW aus gesehen. Wie gesagt, wir sind am 11. Nee, Quatsch, am 18. Am 11. Am 11. Drei Busse. Ich brauche hier eine günstige Reisemöglichkeit, dann komme ich überall mit. Also ich bin da eher schon bereit. Bereit. So, meine Lieben, ich heiße es herzlich willkommen hier in Düsseldorf zur Demo von Klartext 2021. Jetzt muss ich natürlich diese, ja, obwohl ich gar nichts mit Medizin zu tun habe, muss ich einige Verordnungen ankündigen. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Das heißt, wer kein ärztliches Attest hat, soll bitte eine Gesichts-Nasen-Abdeckung oder Lappen oder wie man es auch immer nennen möchte, bitte anziehen. Wenn ein Attest vorhanden ist, dann wird das wahrscheinlich überprüft von den Leuten da, die dafür zuständig sind. Des Weiteren ist natürlich, wie auch auf anderen Veranstaltungen, der Verzehr oder der Genuss von Alkohol nicht erwünscht. Darauf möchte ich auch nochmals hinweisen, das bitte auch zu unterlassen. Wir können irgendwann, hoffe ich, endlich wieder feiern, ohne irgendwelche Einschränkungen oder Sonstiges. Ja, ihr kennt die Verordnungen, Mindestabstand ist bitte darauf zu achten.
Und im Wesentlichen denke ich, wir sind alle 3x7 alt, wissen, was zu tun ist. Also achtet ein wenig drauf, damit wir das Ganze hier ruhig über die Bühne bekommen. Ja, das war dann mal zur Einführung. Wobei ich persönlich da gleich nochmal einhaken möchte. Man spricht ja in diesem demokratisch freien Land darüber. Wir haben immer noch das Recht der Versammlungsfreiheit. Unsere Maskenhelden, die ja nun mittlerweile das Problem haben, dass sie nicht ein Problem mit der Regierung haben, sondern mit dem anderen Teil der Gesellschaft, die also aus ganz normalem menschlichem Verständnis heraus sagt, ich trage diese Maske nicht. Weil wenn man den Menschen erzählt, vergangenes Jahr im März, oh, also zieht euch jetzt mal irgendwas ins Gesicht, Hauptsache einen Lappen, damit man euch nicht lachen sieht, damit man euch sonst nicht erkennt. Da hat es ausgereicht gegen ein Virus. Dann irgendwann hat man dann gemerkt, oh, dieser Virus ist mutiert, tragt trotzdem diese Lappen. Denn wir haben ja verstanden, ein Impfstoff, wir wissen nicht, was er kann, wir wissen nicht, was er für Nebenwirkungen hat und wir wissen eigentlich einen Scheißdreck über diesen Dreck. Aber es ist egal, der kann auch irgendwelche Mutationen mitmachen. Der ist so selbstständig, dieser Impfstoff, der kann alles. Genauso clever wie der Virus ist, der kann ja auch alles. Der hat jetzt angeblich dann doch antrainiert bekommen durch Staubmasken und andere Gesichtsbedeckungen, immer wieder irgendwo scheinbar in Angriffsposition zu gehen. Deshalb nehmen wir jetzt oder soll man im öffentlichen Nahverkehr eine Schnabeltasse ins Gesicht hängen. Sieht scheiße aus, hilft nicht und die EU warnt im Übrigen vor längerem Tragen dieser Maske, denn es ist gesundheitsbedenklich. Aber das ist dieser Regierung ja völlig egal. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich Gedanken macht über die Menschen in diesem Land. Weil wenn ich mir Gedanken machen würde, dann wäre mein Ansatz erstmal an die Schwächeren der Gesellschaft ranzugehen. Das bringt mir ja nichts, wenn ich in einem Altenheim schon Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter, die sowieso geschwächt sind, mit einem Impfstoff, der absolut völlig unerprobt, unerforscht ist, ich nenne es einfach wegspritzen. Und warum sage ich das? Wir haben bei uns ein Altenheim im kleinen Ort. Wir bekommen jede Woche eine Tageszeitung. Seitdem diese Impfung auch bei uns begonnen hat, war das Problem oder war auffällig, dass wir also in unserer Tageszeitung auf einmal Todesanzeigen mit über 4 Seiten hatten. Das durchschnittliche Sterbealter war 76 bis 87. Und dann will man den Menschen immer noch erklären, nein, das kann nicht von dem Impfstoff sein. Dieser Impfstoff ist von dem Regime befohlen. Der kann doch nicht gefährlich sein. Der kann doch keine Nebenwirkungen haben. Wie soll das denn gehen? Weil unsere Mutti hat ja auch, nicht meine Mutti, dieses Fräsen. Wenn es meine Mutter wäre, dürfte ich ihr eine klatschen. So, also, diese Frau, die macht sich doch überhaupt keine Gedanken darüber, geht es hier um die Gesundheit oder Ähnlichem. Wenn man den Menschen erzählt, die Intensivbetten, oh je, die sind alle völlig überlastet, die Intensivstationen, da geht was ab. Vielleicht mal drüber nachgedacht, dass es auch noch andere Krankheiten gibt, wie Corinna. Es gibt sämtliche andere Krankheiten, die den Menschen leider Gottes dahinraffen. Ich nenne es jetzt bewusst mal so. Es ist ein Lauf des Lebens. Und wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, dann muss ich nicht, um ein Land in Panik und Angst zu halten, damit der Modus weiterläuft, muss ich denen nicht erzählen, es ist eine Übersterblichkeit. Denn tatsächlich, wenn man mal schaut, gibt es keine Übersterblichkeit. Also wenn man mir erzählt, 50.000 Leute sind von oder an oder mit Corona gestorben, dann sage ich demnächst,
zu der Behörde, wenn die sagen, sie kommen zum Kooperationsgespräch, dann sage ich, ich komme oder nicht. Sie können ja mal warten, denn genau das ist die gleiche Antwort. Wird er da stehen und auf mich warten oder wird er sich fragen, na, kommt der Typ jetzt oder kommt er nicht? Also was ist das für eine wissenschaftliche Aussage? An oder mit? Oder vielleicht auch mit was ganz anderem? Oder sagen wir doch einfach, ich weiß es nicht, verdammte Scheiße. Und hier diese Politik beruht nicht auf Corinna. Das beruht absolut nicht auf Corinna. Diese Politik ist seit 2008, seitdem die Bankenkrise war, ist die Politik nur noch irgend so ein Sumpf aus Hin- und Herschieberei und irgendwie den Versuch, die Menschen darüber auf dem Laufenden zu halten, dass ja alles prima ist. Also wenn alles prima ist, dann frage ich mich schon, wie prima ist dieses Land, dass wenn es dann noch Weihnachtsmärkte gab, man diese mit Maschinenpistolen, Betonpöllern und anderen Dingen schützen muss. Dann haben die immer noch die Frechheit, sich ins Fernsehen zu setzen, in diese Propagandasender und darüber zu informieren. Also ein Land, in dem man gut und gerne lebt. Wie lange? Wie lange? Warum ist hier durch diese Politik eine Zweiklassengesellschaft gemacht worden? Denn es gibt in der normalen Gesellschaft keinen wirklichen Rassismus. Wer hat denn ein Problem damit, ob einer Italiener, Spanier oder sonst irgendeine Nationalität hat? Und im Übrigen, für alle die, die meinen, diese Black Lives Matter Demonstrationen sind tippitoppi. Die Weißen sind mit 8% der Erdbevölkerung in der Minderzahl. Nur mal zur Info. Und man kann nur Rassismus dahingehend ausrichten, wo die Minderheit ist. Also, denkt mal drüber nach. Denn ich habe kein Problem damit, wenn man Menschen hilft. Aber ich habe ein Problem damit, wenn eine Zweiklassengesellschaft mit einem Flüchtlingsstrom hier etabliert werden soll und man mir sagt, das schaffen wir. Merkt ihr alle nicht, auch ihr Maskenhelden, die nicht den Mut haben, sich hier hinzustellen. Versteht ihr nicht, was hier abgeht? Das hat nichts damit zu tun, dieser Virus ist gefährlich. Oder macht er etwa in den Bundesligern durch dieses dolle Licht irgendwie Pause? Oder kann man einen Virus zeitlich begrenzt auf Schilder schreiben? Also diese Dämlichkeit, die hier in diesem Land vorherrscht, das ist mittlerweile sowas von traurig. Und man sagt, ja, die armen Selbstständigen. Ich führe mittlerweile Diskussionen, das sind gar kein Ende. Und das Schlimme ist, die Blödheit, die wird immer offensichtlicher. Also mir zu sagen, wenn jemand einen Test macht, der ist positiv. Ich gehe dann zu einem anderen Arzt, der macht dann nochmals einen Test. Und sei mal ganz dahingestellt, ob dieser PCR-Test überhaupt tauglich ist. Wir wissen, er ist es nicht. Also meines Erachtens, ich bin kein Arzt, aber das wird gleich, glaube ich, jemand bestätigen. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, weil ich nun mal nicht gesund bin. Und wenn es mir so dreckig geht, dass der Anschwung fehlt, dass mein Antrieb weg ist, dann muss ich zur Blutentnahme und dann wird geschaut, ob irgendetwas in Ordnung ist. Und auch da hat man mir schon mal gesagt, also du hast eine Entzündung im Körper, das müssen wir mit dem und dem behandeln. Und da hat mir keiner gesagt, rotz mal auf dieses Wattestäbchen und wenn du drauf gerotzt hast, schiebe ich dir auch nochmal in die Nase. Verdammte Scheiße, wer macht denn so etwas? Wir müssen aufhören, wir müssen zu der Problematik der Politik zurückkehren. Es wird hier völlig an der Politik dieses Landes vorbeigearbeitet. Und ich stehe hier und mein Ziel ist es, mit den Menschen dieses Landes, und wir müssen aufhören, uns darum zu kümmern, diese Schlafschafe, die hier rumrennen, aufwecken zu müssen. Die werden alleine gegen die Pumpe laufen. Und wenn sie es dann... Also an alle, die jetzt hier sind, wir haben hier eine Maskenpflicht. Das Ordnungsamt kontrolliert, soweit jeder, der einen Attest hat.
Und ich möchte euch bitten, bitte die Masken aufzusetzen. Sonst wird das für uns auch Konsequenzen haben, ja? Ich danke euch. Also, ich bin ja gerade nochmal wegen der Auflage der Maske unterbrochen worden. Ich hatte eben, das möchte ich gerade mal einfügen, dann mache ich da weiter. Ich habe eben mit dem Polizisten gesprochen, als er sagte, ja, die Maßnahme, ich habe meinen Attest vorgelegt, mit dem Hinweis, und das meine ich verdammt ernst, weil ich bin gerade am Überlegen, ob ich auch die Polizisten, die mich in Köln mit 5 Mann auf den Boden geschmissen habe, ob ich die nicht wirklich vor dem Gericht für Menschenrechte anzeige. Denn das hier, hier werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Wer möchte mir bitte schön erzählen, dass die Polizei, die medizinische Kenntnis hat, anhand meines Befundes meinen Gesundheitszustand einzuschätzen und mir zu sagen, tragen Sie diese Maske. Ich habe ihm eben das Attest gezeigt und dann schaute er da drauf und sagte tatsächlich, hier steht ja gar keine Diagnose drauf. Ich sage, sehen Sie, Sie verstehen das Attest nicht, aber wollen mir Regeln auferlegen. Und das ist genau das Problem. Hier legt man uns Regeln auf, die nach einer Willkür einfach geformt werden. Also, man erzählt den Menschen in diesem Land und diese Maskenhelden, die unter Sauerstoffmangel leiden, erzählen dann, naja, ihr seid das ja schuld. Ihr seid schuld, dass diese Zahlen hochgehen. Jetzt sag ich euch mal was, ihr Vollongs. Entschuldigung, ich kann es einfach nicht mehr anders ausdrücken. Wenn wir so gefährlich sind, warum lassen diese Leute uns nicht einfach demonstrieren und wir fallen alle um wie die Toten? Aber das geht nicht und wisst ihr warum? Wenn diese Bilder ins Land gehen, dann werden die Menschen verstehen, verdammt nochmal, dieses dumme Gesicht, den habe ich in Berlin gesehen, den habe ich in Leipzig gesehen, den habe ich in Frankfurt gesehen und der lebt ja immer noch, verdammte Scheiße! Das, was ich wirklich mir vorgenommen habe, ich werde so lange gegen diese Regierung laut sein, bis das Merkel endlich ihren Arsch hochkriegt, entweder mit uns spricht. Und Frau Merkel, auch jetzt nochmals, mein Angebot. Zeigen Sie ein klein wenig Courage Ihren Maskenhelden gegenüber. Es sollte doch für Sie als gelernte Physikerin kein Problem sein, einen kleinen Mann aus der Provinz in wenigen Sätzen zu zerlegen. Aber ich sage Ihnen, ich brauche eine Viertelstunde und das Land wird begreifen, wer der Lügner ist. Denn wessen Grund oder was für einen Hintergrund sollte ich haben? Was sollte ich für einen Hintergrund haben, hier zu stehen und zu sagen, das ist Mist, was diese Regierung veranstaltet? Was soll ich davon haben? Oder bin ich tatsächlich ein Mensch und ich beschäftige mich sehr mit der Sozialpolitik dieses Landes? Eigentlich das auszudrücken oder auszusprechen, Sozialpolitik, ist schon eine Verarsche an mich selber, weil es gibt keine Sozialpolitik. Eine Sozialpolitik wird nicht mit Geld geregelt. Eine Sozialpolitik beinhaltet nicht 2 arbeitende Eltern, das Kind in staatlicher Hand und trotzdem kommt man nicht parat. Dieses Land, dieses Land zeigt uns oder man versucht uns zu zeigen, ja, wir tun doch alles für euch. Wir haben 19% Mehrwertsteuer gesenkt. Aber wir machen dann nochmal einen zweiten Lockdown. Und in diesem zweiten Lockdown ist es leider schon mit dem Land so weit runtergewirtschaftet, dass wir nicht weiterhin euch die 19% erlassen können. Also der Sprit kostet wieder 1,43 für die armen Schweine, die jeden Tag zur Arbeit dürfen, ihre Freizeit aber nicht genießen dürfen. Also, ich habe mal vor ein paar Wochen in Bergheim gesagt, wir hatten einen offenen Vollzug. Dieser offene Vollzug, der wurde gerade mal ein bisschen angezogen, weil ich finde es ekelhaft, wenn ich Skilangläufer sehe, die also ihre Aerosole vor Anstrengung nur so in die Luft ballern und dann so hinterherjagen. Und dann sagt dieser Reporter vom ZDF-Propaganda-Starsender,
Ja, da war einer in dem Kader, den hatte man mal positiv getestet. Man hat dann aber nochmal getestet, dann hat er das grüne Teströhrchen bekommen, das ist ja negativ. Also konnte er auch teilnehmen. Was ist das für eine wissenschaftliche, völlige Scheiße, die man hier, Sie sollten zuhören, denn das betrifft Sie genauso. Sie müssten hier bei uns stehen und nicht auf dieser Seite. Ihr Job ist es, die Bevölkerung zu schützen und nicht eine Staatsmacht zu unterstützen. Tja, ich mache das, ich sage das sogar öffentlich. Mein Wunsch ist eigentlich ein Generalstreik. Denn wir bezahlen euch, wir bezahlen dieses verbrecherische Regime und wir werden gezwungen, oder beziehungsweise dieses Regime entscheidet mittlerweile darüber, wer noch arbeiten darf und wer nicht mehr arbeiten darf. Also es geht gar nicht darum, da ist jemand, der hat keinen Bock, sondern einfach, wenn man sagt, du bist jetzt kein systemrelevantes Unternehmen, dann brauchen wir dich nicht mehr. Versteht ihr, worüber wir reden? Das sind Menschen, die hier von einer Demokratie, von einem freiheitlichen Deutschland sprechen, die sich aber das Recht rausnehmen, Menschen zu unterdrücken, Menschen in Angst und Panik zu halten. Jetzt, wir haben es doch gesagt, und wo ist die? Wo ist die? Wo ist die ganze Verschwörungstheorie? Wir haben doch gesagt, schon 2020, es kommt die Mutation, es kommt die Sperrung von Geschäften. Und ich kann euch sagen, diese Wirtschaft ist am Arsch. Ganz aktuell habe ich vor wenigen Tagen erfahren von jemandem, der in diesem Betrieb arbeitet, ein großes Handelsunternehmen, eine Supermarktkette mit dem Namen A, wird 4 große Lager in diesem Land schließen. Die haben alle Krisen überstanden. Aber trotzdem muss solch ein milliardenschweres Unternehmen Schließungen durchführen, weil man natürlich investiert hat, weil man sich auf diesen verfluchten Staat eingelassen hat. Denn das, was hier gerade passiert, das sind keine Hilfen. Das ist reinschieben ins Schuldensystem, die Menschen weiter unter Kontrolle halten zu können. Denn wer nicht mehr pariert, da wird man dann ganz schnell mal so unter Druck gesetzt. Sie wollen wirklich ihre Arbeit behalten, aber man spricht von Demokratie. Wer muss eigentlich Demokratie immer und immer wieder in den Mund nehmen? Menschen wie ich, die sie leben, oder Menschen, die lügen? Denkt mal drüber nach. So, jetzt danke ich euch erstmal fürs Zuhören. Ich weiß und sehe, dass es hier wieder sehr, sehr unruhig ist, weil man alles kontrolliert und so weiter. Ach, jetzt sehe ich gerade, ich wollte den nächsten Redner oder den ersten Redner ankündigen. Der ist gerade in einer Maßnahme, in einer Verordnungsmaßnahme. Das ist so geil. Also ich gehe eigentlich zum Therapeuten, dann kriege ich eine Physio. Dann heißt das Massage, medizinische Massage oder ich krieg eine Knieprothese. Das ist verordnet. Und dieser Staat, dieses Regime nimmt sich raus, ein ganzes Land zu verordnen. Tja. Hallo. Ja, wir könnten jetzt natürlich die Zeit machen, wie es auch eine andere Organisation getan hat, aber das mache ich nicht. Ich spiele jetzt einfach mal ein Musikstück, dann hoffen wir, dass diese Verordnungsmaßnahme oder was auch immer da rauskommen soll, mag. Dummer Verzell, kann man auch sagen, so sagt man es in Köln, weil es ist dummer Verzell, der hier stattfindet. Aber ich habe noch einen kleinen Hinweis. Die Leute, die noch nicht bei uns in den Gruppen sind, aber wirklich Bock haben, hier etwas zu verändern. Hier sind unsere Visitenkarten von Klartext 2021. Da sind die QR-Codes drauf, da könnt ihr direkt in unsere Gruppen kommen. Schließt euch an, denn ich sage euch, nur eines wird uns überhaupt weiterbringen. Und das ist es, wenn wir zusammenstehen. Und da geht es nicht drum, was haben Menschen für eine Kleidung?
was machen Menschen in ihrem Privaten oder Sonstiges. Das steht absolut nicht zur Debatte. Wir sitzen alle in dem gleichen verfickten, sinkenden Boot. Und wenn wir nicht zusammenhalten, schaffen wir das nicht. Und ich habe das schon mehrfach gesagt. Ich stehe hier aus einer Überzeugung, es gibt viele Veranstaltungen. 2020 hat man viel gemacht. Ich habe 2020 schon gesagt, auch hier in Düsseldorf im Juli, Leute, macht euch gefasst, 2021. Die werden euch die Zügel anlegen und werden volles Programm in den Bremsmodus gehen. Und genau das ist passiert. Also wir müssen endlich anfangen, irgendwo Vertrauen zu fassen. Ich habe persönlich nichts davon, aber ich kann nur mit eurer Unterstützung und wir gemeinsam, und es muss aufhören, auch in den Gruppen, das geht mal in die Lives rein, wir müssen aufhören, Gruppen zu haben, wo dann der eine, dem seine Frisur nicht mag, der andere, der mag dem seine Schuhe nicht, das ist fucking egal. Wir haben einen Feind und der heißt Regierung. Und was bitteschön sollte uns denn daran hindern, das dieser Regierung auch zu sagen? Also wenn ich sehe, in irgendwelchen Auflagen, man darf das nicht, man darf dieses nicht, dann suggeriert man doch nur ein freiheitliches Land. Es ist mein Grundgesetz, es ist ein menschliches Grundgesetz und Grundrecht, mich jederzeit unbewaffnet, friedlich, unangemeldet sehen zu lassen. Und das werde ich in diesem Land weiterführen. Denn diese scheiß Anmeldungen ist genau das, was das System mit uns macht. Meldet euch beim Feind und er erwartet euch. Also, ihr könnt so viel sagen, wie dieser Staat zulässt. Und das nicht nur mit Einschränkungen auf Veranstaltungen, sondern im Netz schon seit Jahren. Das Internetdurchsuchungsgesetz, ein ganz tolles Gesetz. Pornoseiten kriege ich jeden Tag von Facebook. Irgendwelche Anuschkas und Babuschkas und was weiß ich, wie die alle heißen. Da sagt fairerweise Facebook, das sind unsere Gemeinschaftsstandards. Gemein oder wie gemeint? Ich verstehe es nicht. Warum kriege ich solche Scheiße und die Wahrheit wird unterdrückt? Denkt mal drüber nach, ihr Maskenhelden, die jetzt an den Streams sitzen und sich wahrscheinlich wieder darüber ergötzen, was doch dort für ein frei gewählter Mediziner steht. Aber wisst ihr was, ihr Schlauberger? Man muss kein Mediziner sein, sondern es gibt was ganz Tolles. Das hat auch Merkel verpasst, an den Schulen einzurichten. Digitales. Da kann man lesen, wenn man des Lesens mächtig ist. Und Wissen holt man sich über Informationen. Und Informationen holt man sich 2021 nicht bei ARD und ZDF. Dann das ist allerhöchstens noch dafür gut, die Verdauung zu fördern. Denn alles andere, was die erzählen, ist genau das für die Spülung, dass man es abdrückt. Es sind Lügen, es sind Verarsche und dieser ganze Quatsch, das muss ein Ende haben. Wir müssen endlich fordern, Merkel hat zurückzutreten. Ja, jetzt kommen natürlich wieder viele Fragezeichen. Was dann? Was dann? Wenn man mal zurückschaut, dann kann man doch feststellen, kein System der Menschheitsgeschichte war je für die Ewigkeit. Und genau, wir sind hier an einem Punkt. Dieses System ist nicht mehr zukunftsorientiert. Dieser Brei aus Grün und Links und Rot und Sonstiges, das hat doch nichts mehr mit Partei zu tun. Es ist doch vollkommen egal. Und wenn ihr zur Wahl geht, dann sagt man euch ganz einfach, wenn es nicht passt, wird rückgängig gemacht. Boah. Wenn wir dann die Schnabeltasse auch noch drauf haben und mit der Flosse zur Wahl gehen, dann haben wir gewonnen. Leck mich am Arsch. Nee, nee, nee. So, wo ist denn unser Daniel? Daniel. Da kommt er. So, genau.
jetzt möchte ich einen, doch wirklich, ich schätze ihn sehr, wir haben uns auf einer Demo kennengelernt in Aachen. Er hat auch gemerkt, dass es nicht nur um das Medizinische geht, obwohl er wirklich Arzt ist. Aber das steht hier gar nicht zur Debatte, denn er wird auf etwas anderes eingehen. Deshalb begrüßt den Daniel, Dr. Daniel Langhans. Und er wird euch ein paar Worte sagen. Danke. Danke, bitte. Danke, Düsseldorf, dass ihr da seid. Vielen Dank für euer Zeugnis. Grandios, dass ihr da seid. Okay, also ich darf gleich eins korrigieren. Ich bin Unternehmer und Verkaufstrainer, also Trainer für Verkäufer, und mit einem medizinischen Doktor habe ich nichts zu tun. Aber das, was wir hier erleben, ist schweres Unrecht, oder? Und wenn wir hier unsere Stimme erheben, dann deshalb, weil es Millionen von Menschen auf der Welt gibt, die jetzt leiden. Ist das richtig? Wir denken bei den Menschen, die jetzt leiden, in erster Linie an die alten Menschen, die sie isoliert haben, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Und dann werden sie eingesperrt, ohne Kontakte. Wie unmenschlich ist das denn, Frau Merkel, oder? Wir denken an die Menschen, die ihre Arbeitsstelle verloren haben oder noch verlieren werden. Wir denken an die Menschen, die ihre berufliche Existenz verlieren werden oder bereits verloren haben, die ohne Perspektive dastehen. Das sind die wirklich Leidenden in diesem Land, oder? Wir denken an die Kinder, die sie unter die Masken zwängen und die Traumatisierung, die das für die Kinder bedeutet und die noch stärkere, heftigere, schlimmere Traumatisierung, die es für die ganz kleinen Kinder bedeutet, ihre eigene Mutter, ihren eigenen Vater mit der Maske anschauen zu müssen. Wie brutal ist das denn? Und wir reden an die Menschen, wir denken an die Menschen, die eine Operation bevorstehen hatten. Ob es jetzt 1 Million oder 2 Millionen, das ist schon fast nebensächlich, ausgefallene Operationen in 2020. Warum sind die ausgefallen? Weil ihnen leere Betten für angebliche Covid-19-Patienten vorgezogen wurden. Und deshalb konnten die Menschen nicht operiert werden. Und wir denken jetzt an die Menschen, die deshalb vorzeitig sterben werden oder bereits gestorben sind. Und wir denken an die Menschen, die vor Verzweiflung sich keinen Ausweg mehr wussten und den Weg der Selbsttötung entweder bereits gegangen sind oder versucht haben. Was für ein schrecklicher Zustand für ein Land. Und wer ist das schuld? Wir denken, dass das die Frau Merkel ist. Ihr Lieben, was wäre, wenn die Frau Merkel nur Ausführende wäre von dem, was ganz, ganz andere geplant haben, oder? Ich sehe manche nicken. Ist das, was wir hier erleben? Ist das, was wir erleben, ist das wirklich ein nationales Projekt für jedes einzelne Land wirklich entwickelt, sodass in jedem einzelnen Land ganz zufällig genau um dieselbe Zeit jedes Land, jede Regierung diese Entscheidung getroffen hat? Oder reden wir von einem globalen Projekt, das der Menschheit aufgezwungen wird? Und darum geht's. Und es gibt... Und damit möchten wir mal einen zitieren, den wir alle gut kennen, ein Beifall für ihn, unser Bodo, Dr. Bodo Schiffmann. Dr. Bodo Schiffmann hat gestern einen Post abgesetzt, da sagt er, Zitat, wir nennen Corona ab jetzt wieder Grippe und hören auf, so hohl zu drehen. Zitat Ende. Bravo, Bodo. Und wisst ihr, was der Hintergrund ist für diesen Satz von Bodo? Wisst ihr das? Sagt euch das Amtsgericht Weimar etwas? Der Gerichtsbeschluss? Sagt euch das was? Wisst ihr, was da passiert ist? Das Gericht hat festgestellt, ich zitiere, es gibt keine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Und es gibt auch keine Überlastung der Krankenhäuser, jedenfalls nicht in der Breite, das konnte man schon im März letzten Jahres sehen. Wo konnte man das sehen? Dass es keine Überlastung der Intensivbetten gibt.
Da gibt es ein Intensivregister, da kannst du jeden Tag nachgucken, wie die Auslastung von den Betten ist. Die haben uns betrogen von Anfang an, oder? Jedenfalls hatte der Richter in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu entscheiden. Ihr wisst, was da passiert war? Jemand sollte eine Geldbuße von 200 Euro zahlen, hat er gesagt, mache ich nicht, klage ich dagegen. Und was ist mit dem Mann passiert? Er hat Recht bekommen. Er hat Recht bekommen. Und zwar jetzt geht es um Folgendes. Warum hat er Recht bekommen? Wisst ihr, was all die Monate immer die Gerichte gemacht haben? All die Monate, in den letzten Monaten, haben die Gerichte in solchen Fällen dann immer gesagt, ja, haben wir jetzt eine Lage von epidemischer Tragweite, haben wir keine. Ach, wir gucken mal beim RKI nach. So haben die Gerichte das gemacht, versteht ihr? Die haben statt sich sachkundig zu machen, statt Sachverstand einzuholen, haben viele Gerichte einfach nur abgeschrieben, was in der RKI gesagt wurde. Aber das war ja gerade das Problem, dass das, was dort gesagt wurde, zwar von den Zahlen her auf der Basis der sogenannten PCR-Tests gerechtfertigt sein mag, dass es aber nicht den Schluss zulässt, dass wir eine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Das genau war ja nie bewiesen. Jetzt sagt einer, doch, das war doch bewiesen. Wir haben doch die Zahlen, wir haben doch die Fallzahlen. Warum ist das falsch? Worauf basieren denn die Fallzahlen? Wer weiß das? Auf dem PCR-Test basieren die Fallzahlen. So, und was hat das wie? Was hat die Weltgesundheitsorganisation? Was hat die Weltgesundheitsorganisation vor wenigen Tagen bereits jetzt, übrigens zufällig genau da, als der Joe Biden vereidigt wurde, was hat die Weltgesundheitsorganisation gesagt? Wenn jemand mit dem PCR-Test positiv getestet ist, dann ist das allein noch kein Beweis dafür, dass er das SARS-CoV-2-Virus hat. Die Weltgesundheitsorganisation, hört ihr? Merkt ihr, was hier passiert ist in der ganzen Welt? Nicht nur in Deutschland. In der ganzen Welt sind die Menschen 10 Monate lang hinters Licht geführt worden. Und deshalb hat Bodo völlig recht, wenn er sagt, wir nennen Corona ab jetzt nur noch Grippe. Das ist nämlich der Sachverhalt, oder? Und jetzt geht es weiter in diesem Gerichtsurteil. Das Gerichtsurteil hat nämlich gesagt, in Weimar, dass der Mensch selbst bestimmen kann, mit wem er Kontakt hat und dass das zu seinen fundamentalen Rechten gehört. Richtig? Und dass die Selbstbestimmung, Zitat, die elementare Basis der Gesellschaft ist. Und dass es nicht recht ist, wenn man jemanden untersagt, die Eltern mit sich nach Hause zu nehmen oder mit 3 Freunden auf einer Parkbank zu sitzen. Das jemandem zu untersagen, ist deshalb nicht richtig. Zitat, Gericht, damit wird den Menschen die Freiheit genommen, selbst zu entscheiden, welchem Risiko er sich selbst aussetzt. Und das stellt eine grundlegende Freiheit des Menschen dar. Das hat das Gericht festgestellt. Ein Beifall für das Weimarer Gericht. Also, man kann das zusammenfassen damit, dass das Gericht festgestellt hat, die Maßnahmen. Und das weiß jeder, der Jura studiert, das lernt er in den ersten Semestern. Was muss eine Maßnahme sein? Sie muss verhältnismäßig sein. Okay? Und diese Maßnahmen waren von Anfang an unverhältnismäßig. Und weil sie unverhältnismäßig waren, deshalb sind sie verfassungswidrig. Das hat das Gericht in Weimar festgestellt. Ja, also jetzt kann man sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und wer weiß, ob es in der nächsten Instanz bestätigt wird, das werden wir jetzt sehen. Aber erstmal ist das ein Erdrutsch, denn genau das hat ja bisher nie ein Richter gewagt.
in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, einem verwaltungsrechtlichen Verfahren, eine Entscheidung zu treffen, die verfassungsrechtlichen Charakter hat. Das haben sie nicht gewagt bisher. Und deshalb ist das ein Erdrutsch, was in Weimar geschehen ist. Und wisst ihr, wer das genau analysiert hat? Und da bitte ich jetzt um einen ganz donnernden Beifall. Es hat analysiert diesen Gerichtsbeschluss gestern Abend in einer Live-Übertragung mit dem Anwalt von Köln, dem Gordon Pankala, kein geringerer als die mutigste Anwältin in ganz Deutschland, Frau Beate Bahner. Beate, Beate, wir danken dir. Ja gut, jetzt wenden wir uns den Ursachen zu. Wir waren ja schon einig, das ist ja kein nationales Thema, ne? Sondern es betrifft ja die ganze Welt. So, und woran liegt denn das? Wer weiß, woran das liegt? Dass das die ganze Welt betrifft. Genau, da gibt es ein paar Leute, die haben da was vor. Und wenn du sagst, was die machen wollen, was die planen, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Ich frage mal eine Frage an euch alle. Was ist wichtiger? Nee, was ist schlimmer? Jemand, der eine Verschwörung aufdeckt, also ein Theoretiker, oder jemand, der eine Verschwörung gegen die Menschheit plant und durchführt. Was ist schlimmer? Das Zweite. Darum geht's. Und weil sie davor Angst hatten, deshalb haben sie immer wieder uns das Framing reingedrückt. Wisst ihr was alle, was Framing ist? Also Framing ist, wenn wir permanent von den Medien in eine Richtung geschlagen werden. Wisst ihr, woran ich da gerade denke? Da denke ich gerade an einen Schmied, der ein Hufeisen beschlägt. Das haben die uns gemacht. Über Jahrzehnte. Da reden wir nicht erst um Corona. Und wenn nämlich ein Artikel erscheint, wer weiß, was in der Zeitung über diesen Tag heute berichtet wird. Ich kann euch jetzt schon sagen, was drin steht. Da steht Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme und Nazis. Wisst ihr, was da passiert? Das soll in unseren Köpfen. Und genau das passiert. Hört alle gut zu. Da passiert in den Köpfen immer Folgendes. Wenn diese Reihe gesetzt wird von den Zeitungen, Verschwörungstheoretiker, Nazis, Rechte, Rechtsextreme, da soll bei uns im Kopf eine Wirkung erzielt werden. Und weißt du, wenn du einmal irgendwas liest, dann denkst du dir, okay, lass dir das schreiben. Aber wenn du es 100-mal und 1000-mal immer wieder reingeschoben kriegst, immer wieder, irgendwann senkt sich das ab. Irgendwann machst du, da stehst du einfach nur noch da und sagst, okay, ja, dann sind das halt die Rechten und die PIN und so weiter. Dabei ist für eine Demokratie, jetzt mal rechts oder links, völlig egal, doch wichtig, dass es Demokraten gibt, oder? Und zwar egal, ob es rechts oder linke Demokraten sind. Wo wird es problematisch? Wenn jemand die Ordnung abschaffen will. Wenn jemand die Demokratie abschaffen will, da wird es problematisch. Ich sehe hier niemanden, der die Demokratie... Möchte jemand die Demokratie abschaffen? Was für eine Demokratie? Genau. Ja, jetzt kommt das neue Thema. Ich werde gerade gefragt, was für eine Demokratie? Die Frage darf man stellen. Die Frage darf man stellen. Nämlich, wenn du in einer Demokratie, so heißt sie zumindest, wenn du in einer Demokratie nicht mehr sagen darfst, was du denkst, dann ist die Frage, ob es sich um eine richtige Demokratie oder um eine Scheindemokratie handelt, oder? Und darüber müssen wir auch reden, darüber dürfen wir auch reden, das werden wir auch offen ansprechen. Und ich bin froh, dass ihr alle da seid, denn das genau ist unser Job heute, dass wir über diese Dinge nachdenken. Also, wir reden von einem globalen Projekt. Und da gibt es einen George Bush Senior. Ja, der ist ja jetzt gestorben. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Ich zitiere George Bush Senior, Zitat. Jetzt können wir sehen, wie eine neue Welt in unser Blickfeld rückt. Eine Welt, in der es eine sehr reale Aussicht gibt auf eine neue Weltordnung. Zitat Ende. Da hören wir einen Begriff von diesem Mann. So, jetzt geht's weiter. George Bush Junior. Zitat. Lasst uns niemals groteske Verschwörungstheorien tolerieren. Zitat Ende.
Wisst ihr, wo der Begriff überhaupt herkommt? Wer weiß, wo dieser Begriff seinen Ursprung hat, der ja angeblich so böse ist? Verschwörungstheoretiker. Ja, da gab es, genau, danke, das Wort Kennedy musste jetzt fallen. Da gab es ja sehr seltsame Umstände, unter denen John F. Kennedy sein Leben verloren hat, richtig? Und dann gab es jemanden, der hat gesagt, das müssen wir mal hinterfragen. Dann, was ist denn da genau passiert? Und dann gab es im CIA ein Papier. Und in dem Papier wurde festgelegt, wenn jemand eine andere als diese offizielle Version vertritt, dann müssen wir das als Verschwörungstheorien brandmarken. Das steht in dem Papier drin. Und da reden wir vom Jahr, wann war der Mord? 61? Anfang der 60er Jahre, versteht ihr? So alt ist der Begriff Verschwörungstheorie. Wir sollen dadurch behindert werden, überhaupt erst Nachforschungen anzustellen. Also, eine große Idee, sagte der George Bush Senior. Und wisst ihr, worauf das zurückgeht? Wir schreiben das Jahr 1913. Jetzt ist es spannend. Da gab es den Präsident Woodrow Wilson. Und der Präsident Woodrow Wilson, der hatte Folgendes mit vielen anderen, mit einigen anderen, die das Ganze geplant haben. Und da reden wir von ultrareichen Familien. Ultrareiche Familien. Ich habe nichts gegen Reiche, okay? Habe ich gar nichts dagegen. Aber ich habe was dagegen, wenn Ultrareiche die Menschheit knechten und versklaven wollen. Da habe ich was dagegen, oder? Also, da sagte der, wir müssen eine League of Nations bilden. Eine League of Nations. 1913. Dann kam der Erste Weltkrieg und dann traf man sich 1919 in Paris. Und wisst ihr, was dann passierte? Einige Vertreter der Nationen haben erkannt, ja langsam, wenn wir da so eine League of Nations bilden, da könnte das ja sein, dass wir unsere nationale Souveränität als Länder, als Staaten, eingeschränkt bekommen, abgeben müssen. Da lassen wir das lieber. Und da sind wir wieder gegangen. Versteht ihr? Damals, 1919, als es um die League of Nations ging. Aber diejenigen, die das Ziel hatten, die haben weitergemacht. Und da haben die britischen Geheimdienste eine große Rolle gespielt und die Familie Rockefeller. Habt ihr es gehört? Die Familie Rockefeller. Die haben da eine große Rolle gespielt, nämlich es ging darum, dass man einen, das macht man wieder, man schafft eine Organisation. Jetzt hat es mit den Staaten nicht geklappt, League of Nations. Also was macht man? Man schafft eine Organisation und die hieß Council on Foreign Relations, CFR. Das könnt ihr euch mal behalten, CFR. Alles, was seither passiert ist, geht letztlich zurück auf das CFR. Wenn ich sage alles, was passiert ist, meine ich natürlich diese Versklavungsmaßnahmen, denen wir ausgesetzt werden. Und die jetzt letztlich auch die Ursache dafür sind, dass da junge Leute stehen als Polizisten, weil ihnen gesagt wird, sie müssen jetzt hier auch mit dieser Masse diese Veranstaltung bewachen, beschützen, aber letztlich wissen wir, dass viele andere Aufgaben die auch noch haben. Warum müssen die das jetzt tun? Weil jetzt eine neue Ordnung errichtet werden soll. Es soll eine Ordnung errichtet werden, in der die Politiker über die Polizisten uns bestimmen, was wir tun und was wir nicht tun dürfen. Das ist das, was jetzt bevorsteht, oder? Aber ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe mal eine Frage. Du ahnst schon, was ich frage. Lassen wir uns das gefallen oder lassen wir uns das nicht gefallen? Nein! So ist es. Habt ihr das gehört, Frau Merkel und Herr Spahn und Herr, wie heißt der, Armin Lusche oder nee, sorry, Armin Laschet. Habt ihr das alle gehört? Nochmal, lassen wir uns das gefallen? Nein! Das ist die Realität hier in Deutschland. Die Realität wird nicht mehr bestimmt für das,
was einige bezahlte Journalisten uns über die Bildschirme permanent einreden. Das ist nicht die einzige Realität. Das nennt man nämlich dann eine geschaffene Realität. Wenn hier Menschen, ich schätze mal 200 oder noch mehr, stehen und die rufen alle, nochmal, was rufen wir? Nein! Genau, wenn hier 200 Menschen Nein rufen, dann ist das eine Realität, an der können wir nicht vorbeigehen, das können wir nicht mehr ignorieren. Danke, dass ihr da seid. Wir erleben eine Simulation, das sehe ich auch so. Jetzt wird es ganz spannend. Und zwar, was ist denn nach 1919 passiert? Da haben die versucht, das Ganze dann schleichend einzuführen. Die einen haben gesagt, wir müssen Militär einsetzen, um eine globale Weltordnung, also so eine globale Diktatur zu organisieren. Das waren die einen. Und die anderen haben gesagt, nein, dazu, also nicht Militär, sondern das machen wir auf schleichendem Weg. Das eine, das war der sozialistische Weg, das andere, der war der faschistische Weg. So, und jetzt sage ich euch ein Zitat und ich bitte euch mal zu raten, wer das Zitat ausgesprochen hat. Zitat. Der Nationalsozialismus wird seine eigene Revolution benutzen, um eine neue Weltregierung zu etablieren. Zitat Ende. Von wem könnte dieses Zitat sein? Ihr braucht es nicht sagen. Es ist von dem Mann, der das Ansehen Deutschlands in aller Welt für alle Zeiten besiegelt hat und von dem zu distanzieren überhaupt gar nicht notwendig ist, oder? Das ist die Realität. Habt ihr das verstanden? Der Nationalsozialismus war nur ein Weg, um die globale Weltdiktatur zu errichten. Das haben wir schriftlich von diesem Herrn. Und wenn man das lang genug recherchiert, dann findet man solche Dinge. Und das ist eben der Vorteil jetzt, oder? Dass wir jetzt immer mehr recherchiert haben. Und dass wir uns jetzt seit diesen ganzen Monaten, wo wir uns mehr mit den Hintergründen beschäftigen, dass wir uns nicht mehr ein X für ein U vormachen lassen, oder? Das ist doch der Vorteil. Und darum geht's, dass wir das auch wahrnehmen. Ja, dann kommen wir zum Jahr, zum Jahr 1945. Ende des Zweiten Weltkriegs. Achso, eins darf ich noch ergänzen. Da gab es also auch diese militärischen Pläne. So, und dann gingen dann Leute an einen Major General heran und der hat das dann später öffentlich gemacht. Die haben diesen ganz hohen Militär, den Major General Smedley Darlington Butler, so heißt der, den haben sie angesprochen und haben gesagt, kannst du nicht eine Organisation von 500.000 Menschen aufstellen, 500.000, das kriegst du doch hin, als Major General. Mit den 500.000, da kannst du die globale Weltdiktatur erzwingen, mit militärischen Mitteln. Und dann hat dieser Mann das nicht für sich behalten, sondern später hat er darüber gesprochen, was man von ihm wollte. Versteht ihr? Und ihr ahnt, was das schon wieder für Hintergründe hatte, nämlich es sind immer dieselben ultrareichen Familien bis heute, bis Corona, immer dieselben ultrareichen Familien. Nochmal, habe ich was gegen Reiche? Nein. Aber ich habe was dagegen, wenn Ultrareiche uns versklaven wollen. Und da bin ich nicht alleine, oder? Also, 1945 haben sie dann versucht, das Ganze neu zu installieren. Und was haben sie gegründet? 1945 in San Francisco? Die Vereinten Nationen. Die wurden gegründet. Und daran merkt ihr schon, wenn ich das in den Zusammenhang stelle, alles hat einen Plan. Dieser Plan geht jetzt 100 Jahre. Und jetzt wollen sie die Früchte ernten von dem, was sie damals geplant haben. Man kann sich mit den UN genauer beschäftigen, machen wir das nicht mehr, aus Zeitgründen. Aber dann kann man sehen, wo da überall globalistische Pläne in den UN verankert waren. Und da gibt es noch eine wichtige Gruppe. Die haben sich nämlich getroffen im holländischen Oosterbeek.
oder Oosterbeek, weiß ich nicht, wie man das ausspricht, du weißt schon, wie ich meine. Und zwar 1954, da hat sich diese Finanz- und Wirtschaftselite, später ein amerikanischer Präsident, Roosevelt, glaube ich, oder war das, ja, der hat dann mal gesprochen vom militärisch-industriellen Komplex, erinnert ihr euch? Der hat so eine Rede gehalten, hat er gesagt, der militärisch-industrielle Komplex, das sind die eigentlichen Regenten der Welt. Das hat der amerikanische Präsident gesagt. Und im Prinzip kannst du das heute umlegen. Das kannst du heute umlegen auf Pharma-Elite, das kannst du umlegen, also 1:1 beziehen auf die Big Tech, ja, das kannst du umlegen auf die Finanzelite. Im Prinzip überall immer die gleiche Struktur. Nur die Felder, auf denen sie tätig waren. Ja, und dann die Rüstung, deshalb militärisch-industrieller Komplex, die Rüstung. Wir wissen heute, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg, wie wurde der finanziert? Indem beide Seiten mit Waffen versorgt worden sind. So kannst du Geld verdienen. Verstehst du? Das wissen wir heute. Und darum geht's, dass wir das alles ans Tageslicht bringen. Oder? Also wir waren bei Oster oder Osterbeek 1954 und da haben die sich getroffen. Und zwar in welchem Hotel? Im Hotel Bilderberg. Und das war der Beginn der Bilderberg-Gruppe. Und dann haben die sich immer ganz geheim getroffen. Ganz geheim getroffen und niemand durfte darüber berichten. Ja, und dann schreiben wir das Jahr 2006 und da treffen die sich wieder in Ottawa. Und darüber gibt es ein schönes Video auf YouTube. Also solange es YouTube noch gibt, ne, wer weiß, was da alles passieren wird jetzt, wenn da mal aufgeräumt wird mit Big Tech, okay? Wer weiß, was da alles passieren wird, denn wir wissen ja, dass das, was uns als, wie hieß das bei YouTube immer, broadcast yourself, oder? Das war der Spruch von YouTube. Broadcast yourself. Wir wissen, das war alles nur die Vorbereitung von dem, was wir jetzt erleben. Nämlich die Versklavung und die Monopolisierung der Menschheit. Die wollen alles nur monopolisieren. Und was haben sie im Weltwirtschaftsforum festgelegt? Was steht im Great Reset? Das war doch ein paar mehr geworden heute, ne? Was steht auf der Website id2020.org? Das kann man da nachlesen. Sie wollen uns chippen, sie wollen uns versklaven, sie wollen jeden von uns mit einer digitalen Identität versehen. Jeder soll gezählt werden, jeder soll kontrolliert werden. Das sind die feuchten Träume eines Klaus Schwab, eines Bilderberger Forums und wie sie alle heißen. Und da frage ich nur, ja, ich sehe euch schon, lassen wir das mit dem Typ machen! Lassen wir das dazu, dass wir das mit dem Typ umsetzen! So ist es, genau darum geht's. Und wir werden uns auch nicht entmutigen lassen. Ja, natürlich, wir hatten auch Hoffnungen gesetzt in den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und da darf ich jetzt ein schmerzhaftes Thema ansprechen. Darf ich das noch kurz ansprechen? Also ihr Lieben, ja, ich habe auch gedacht, dass das anders läuft. Warum? Weil das, was da gelaufen ist, dieser Massenwahlbetrug, ja niemals einen wirklichen Präsidenten hervorbringen konnte, oder? Das ist doch bewiesen, da kann man doch, das ist doch, da brauchst du dich nicht lange damit beschäftigen, da weißt du, dass das ein Massenbetrug gewesen ist dort bei den Wahlen. Warum ist das überhaupt wichtig? Warum ist das wichtig? Weil das Projekt ein globales Projekt ist. Darauf haben wir uns am Anfang ja verständigt. Und wenn das Projekt ein global gesteuertes war, dann musst du natürlich auch globale Gegenstrategien ergreifen. Und das Gute ist, und das ist jetzt die positive Nachricht, es gibt eine Gegenstrategie und die ist schon seit Jahrzehnten ebenso vorbereitet worden. Und diese Gegenstrategie ist wirksam, auch wenn es im Moment so aussieht, ich betone, so aussieht, dass der Donald Trump und die Guten, man sagt da die White Hats, den Kampf verloren hätten. So sieht es im Moment aus. Ich frage euch, die Lüge oder die Wahrheit, hat die Lüge auf Dauer Bestand? Seht ihr?
Und da gibt es einen schönen Gedanken dazu. Je länger eine Lüge aufrechterhalten wird, umso höher ist der Druck, den die Wahrheit auf die Lüge ausübt. Allein schon von dem Gedanken her wissen wir, dass sich das Gute durchsetzen wird. Aber es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass das Ganze gut ausgehen wird. Und zwar auch gar nicht mehr so lange brauchen wird. Wer hat die Vereidigung gesehen? Auf YouTube oder so? Du hast es gesehen? Also, dann ist euch ja aufgefallen, wir haben mal jetzt, heute haben wir im Auto eine Liste gemacht, etwa 10, 12 Punkte, wo lauter Widersprüche sind. Wenn dir die Vereinigung gezeigt wird, nimm mal ein Beispiel, dann wird dir die Vereinigung gezeigt, mal ist es oben am Balkon, mal ist es unten, dann kriegst du ein Bild gezeigt, wieder woanders, drei verschiedene Lokationen von dem Augenblick der Vereinigung. Da kann was nicht stimmen. Das heißt, das Ganze war schon vorher aufgenommen worden. Das war vorher inszeniert worden. Und das wird jetzt immer deutlicher, dass alles, was uns davor geführt wurde am 20. Januar, sehr, sehr auf wackeligen Beinen steht. Mit anderen Worten, das alles ist ein Film, den wir anschauen. Es ist ein Film, den wir erleben. Und da geht es ganz entscheidend darum, ob wir jetzt nur darauf warten, dass es sich ändert, oder ob jeder von uns das tut, was in seinen Möglichkeiten liegt. Was ist euch lieber? Sollen wir warten? Oder sollen wir tun, was in unseren Möglichkeiten liegt? Wir tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Und das ist das, was wir uns jetzt bewusst machen wollen. Vielleicht zum Abschluss noch das Thema Maske. Ich möchte euch da Mut machen. In aller Ruhe. Und ich werde das auch geschickt formulieren, dass das keiner gegen mich auslegen kann. Und zwar, ich möchte euch Folgendes sagen. Ich habe gemerkt, unter der Maske, ich kriege zu wenig Luft. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das habe ich dann auch dokumentiert. Ich habe mich nämlich damit beschäftigt. Es gibt eine ganz tolle Frau, Dr. Jutta Störner. Und die hat ganz, die ist Arbeitsmedizinerin, und die hat sehr viele Themen, sehr viele Dinge klar gemacht, wo die Risiken sind, wenn man Masken trägt. Gesundheitlichen Risiken. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung lautet, ich werde niemals eine Maske tragen. Und zwar aus medizinischen Gründen. Aus medizinischen Gründen. Und wenn niemand sagt, ja, aber ich akzeptiere das nur, wenn du natürlich hast, dann sage ich, nein, ich brauche keinen Arzt, um für mich zu erkennen, dass ich gesundheitliche medizinische Gründe habe, die Maske nicht zu tragen. Und da haben wir jede Möglichkeit. Jeder von uns hat da Möglichkeiten. Das ist also so ein Stück Papier. Ich habe das immer bei mir. Das ist ein Blatt Papier, da habe ich das genau aufgeführt. In meinem Kanal könnt ihr das übrigens runterladen, auf Telegram. Ich sage dann mal ganz kurz durch. DR Daniel Langhans, alles hintereinander schreiben. DR Daniel Langhans auf Telegram, da findet ihr das Dokument. So. Dann habe ich mich mit dem Video, was da erwähnt ist, genau befasst. Dann habe ich das unterschrieben und seither benutze ich das. So, ich möchte jetzt mal eine Frage an alle stellen. Was glaubt ihr bei Polizisten? Wie ist das Verhältnis? Kriege ich die Anerkennung oder sagen sie nein, das erkennen wir nicht an? Also am Anfang, ich verrate es euch, am Anfang war es tatsächlich 9-1. Also 9 Polizisten haben es nicht anerkannt, einer hat es anerkannt. Inzwischen hat sich das Verhältnis geändert, allein in diesem Jahr, ich bin ja viel unterwegs. Allein in diesem Jahr hat sich das Verhältnis geändert. Immer mehr haben es anerkannt. Immer mehr erkennen es an. Und manchmal, wie heute, wird auch eine Kompromisslösung gefunden. Damit kann ich dann auch leben. Ja? Wenn ich dann außerhalb der Versammlungsfläche gehe oder wie auch immer. Jedenfalls, das waren die Polizisten. So, jetzt ist es spannend. Diese Erklärung. Was glaubt ihr, wie das im Handel läuft? Ich sage euch, 99% Erfolg mit dieser Erklärung. 99% sogar ich verstehe. Ja, es gab mal einen Edeka-Leiter in einem Markt, der hat es nicht anerkennen wollen. Da habe ich gesagt, okay, ciao, weg.
War ich da noch mal einkaufen? Natürlich nicht. Ich gehe da nicht hin, wo ich als Mensch nicht anerkannt werde. Da gehe ich da nicht einkaufen. Wie blöd wäre ich denn da? So, aber in den anderen 99% der Fälle funktioniert es. Wenn man sich an einige Regeln hält, die Regel lautet, nicht einfach reingehen und zu tun, als ob alles in Ordnung sei, sondern eine kommunikative Lösung wählen. Also wenn du jetzt der LDK-Mitarbeiter wärst, dann würde ich dich ansprechen und sagen, hallo, Sie sehen, ich habe keine Maske, ich bin maskenbefreit, ich habe da ein Maskenbefreiungsdokument. Bitte, Sie haben doch sicher einen Filialleiter, können Sie den mal rufen? Und dann ruft er den Filialleiter und dann rede ich mit dem Filialleiter. Und dann zeige ich ihm das Dokument. Und nochmal, in 99 von 100 Fällen sagt er, kein Problem, selbstverständlich. Die freuen sich ja auch. Und wisst ihr, was ich auch für eine Beobachtung gemacht habe? Ich gehe da rein in eine Reinigung. Also eine Reinigung, da hatte ich meine Hände immer waschen lassen, aber die war dann bei dem Edeka drin, das ging dann nicht mehr. So, und jetzt gehe ich in eine neue Reinigung. Lass meine Hände, das ist witzig, die Geschichte, lass diese Hände im Auto liegen. Okay? Und liegen lassen. Bin ich erstmal reingegangen. Hab gesagt, ja, die Masken befreit. Und hab dazu auch eine Maskenbefreiung, ein Dokument, eine Leibhaftmachung. Ist Ihnen recht, wenn ich Ihnen meine Hemden bringe? Und hast du richtig gemerkt, wie es bei dir im Kopf geschaltet hat? Soll ich jetzt ja sagen, soll ich nein sagen? Und dann ringt sie sich durch und sagt ja. Seit wann bin ich bei ihr? Und jetzt kommt das, was ich eigentlich erzählen möchte zu dieser Episode. In der Zwischenzeit war ich jetzt so 4, 6, 8 Wochen lang dort und habe immer die Hemden gebracht, geholt und so weiter. Wisst ihr, was ich jetzt wahrnehme? Ich nehme so etwas wie Respekt wahr bei dieser Frau. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nämlich der Punkt, dass die Menschen uns auch respektieren, dass sie spüren, dass da jemand ist, ich sag's jetzt mal auf Hamburg, ja, der den Arsch in der Hose hat. Und genau das ist das, worauf es jetzt für uns ankommt. Dass jeder seine Entscheidungen trifft, die er für richtig hält. Jeder Einzelne. Und das ist gar nicht so schwierig. Und das mit der Maske ist ein ganz, ganz gutes Zeichen. Übrigens hat jemand heute im Auto festgestellt, wisst ihr, warum wir jetzt immer mehr gedrillt werden sollen auf die FFP2-Maske? Damit wir noch mehr den Affen ähnlich sind. Das ist die Erklärung dazu. Ist natürlich jetzt eine Interpretation, ja. Aber darüber lohnt sich mal nachzudenken. Denn es spielt nämlich bei dem ganzen Eugenik-Thema, und über das haben wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen, nämlich, dass sie die Weltbevölkerung gezielt und bestimmte Bevölkerungsgruppen beseitigen wollen. Und dass das schon lange geht und dass das schon lange vor Hitler angefangen hat. Und dass der das Dritte Reich geführt hat, dass der das nämlich nur übernommen hat von den ultrareichen amerikanischen Eliten. Wer von euch hat gewusst, dass 3 hochspezialisierte Wissenschaftler Anfang der 30er Jahre von den Rockefellers nach Deutschland geschickt wurden, mit dem Ziel, hier eine Eugenik aufzubauen? Wer hat das gewusst? Seht ihr, das ist die Realität. Das sind, und die Dinge, die kommen jetzt ans Licht. Darüber reden wir jetzt. Genau, also, und letztlich, wollen wir auf die Zielgerade kommen? Komm. Letztlich geht es darum, wie definieren wir den Menschen? Definieren wir den Menschen als ein Stück Vieh? Definieren wir den Menschen so wie der Herr Galton, der war nämlich ein Cousin von dem Herrn Charles Darwin. Charles Darwin, ist euch bekannt? Charles Darwin? Ja? Also, der war ein Neffe von dem Charles Darwin, einem Cousin. Und der hat nämlich angefangen mit diesem Thema Eugenik. Also dieses Aussortieren von Rassen, von Menschen, von allen ethnischen Rassen, was auch immer. Ich will mich jetzt gar nicht darauf einlassen. Und dann haben die gesagt, ja, der Mensch, der ist ja nur ein weiterentwickelter Affe. Also wenn ihr demnächst mal jemanden seht mit so einer FFP2-Maske und ihr denkt an das Affenbeispiel, dann könnte es sein, dass da tatsächlich irgendwo was dahinter steckt. Das ist aber wie gesagt nur Interpretation. Ja, oder aber ist der Mensch mehr als ein Tier? Danke. Und das ist das, wofür ich jetzt heute hier stehe. Ich möchte ein Bekenntnis abgeben. Ich sage, der Mensch ist von Gott geschaffen, oder?
Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Machen wir uns das klar. Es kann sein, dass viele von uns nicht das Potenzial bisher entwickelt haben, was in ihnen drin stecken würde. Das kann sein. Aber können wir uns darauf einigen, dass ein gewaltiges Potenzial in jedem von uns Menschen drin steht, oder? Und das ist es, was in uns hineingelegt wurde durch den Schöpfer. Und den wollen wir jetzt uns mal bewusst machen. Wollen wir einfach mal feiern, für 2 Minuten, wollen wir das jetzt feiern, dieses Bewusstsein. Und ihr dürft gerne in einem riesigen, langsamen Rhythmus mitklatschen. Und wer das Lied kennt, der darf natürlich mitziehen. Das Lied heißt, vergiss es nie. Offenbar gibt es niemanden, der das kennt. Umso schöner dann mitsingen. Wir machen einen langsamen Rhythmus, ganz ruhig klatschen. Und wir lassen uns so richtig reinfallen in diesen Rhythmus. Und genießen jetzt dieses Lied und den Text. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Entschluss von Geschenk an dich. Du bist der Welt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied immer singst oder wo. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Bravo, Düsseldorf, danke! So, bei allem Respekt, Daniel, die DSDS-Karriere, die wird dir nicht gelingen. Ansonsten vielen Dank für deine Worte. Wir machen ein kleines Musikstück und dann kommt der nächste Redner. Ja, da ist noch der Ralf, der hat mit Sicherheit ein paar klare Worte an die Politik. Und ja, nochmal ganz kurz an die Leute, die gerade eben kontrolliert worden sind vom Ordnungsamt, wo man auch diesen ärztlichen Befund abfotografiert hat. Mal den Hinweis, nehmt gerne Kontakt über Facebook auf. Wir haben also mehrere Leute, die natürlich bezeugen, was hier gerade an Willkür stattfindet. Da werden selbstverständlich Einsprüche gegen gestellt, weil keiner dieser Polizisten hat auch nur ansatzweise die medizinische Kompetenz, entscheiden zu können, wer eine Maske trägt oder eben auch nicht. Also von dem her, meldet euch und dann werden wir da gemeinschaftlich gegen angehen. Ganz einfach. Denn die Beweispflicht liegt ja nicht bei uns. Und wenn sie alle so Fachleute sind, dann sollte es ja auch kein Problem sein, etwas zu belegen. Und im Übrigen, wenn man dann den Leuten sagt, ja, wir fotografieren das ab und gleichen das ab, dann muss ich mal ganz ehrlich und denk mal selber nach, was gleichen die denn ab? Gleichen die etwas ab oder sind das die nächsten Ärzte, die man unter Druck setzt, ihr Verbrecher? Also DJ lernen muss dann nochmal. Überbrückungsmusik. Ja.
Nichts kann uns aufhalten. Und wenn sie sagen, es ist nichts, werden wir draufhalten. Du wirst von vorne, es ist nur verarscht. Guck mal ernst, was wir immer doch ne blinde Alarm. Kinder, die uns haben, im Bild auf der Straße. Dann mitten dieser Spinner, die Behinderte verarschen. Ey, so trinkt das Wasser bis zum Hals. Hier im Hagenkreuz, wenn ich sage, stark und deutsch, geht es nicht vom Hagenkreuz. Wieso hatten sie nicht nur Opfer, sagten sie dazu. Die Sprache nicht dazu. Ja, Mann, das steht uns zum Aufzug und ein Ziel über Nase. Doch hatten die Schlacht auf dem Ei, sie verlangen an den Scheiß. Doch aufhalten sie anders aus, hier bevor die Schlacht aufbaut. Und heute sagt ihm auf, was ist eine Hürde für den Aufzug. Und ihr Weg sei sie weiß, für den Glück und Weiß. So, zeig dein Gesicht. Wo ist denn, achso, ich möchte mal nur noch mal so in eigener Sache gerade ein kleiner Hinweis. Hier vorne auf der rechten Box, dort steht eine kleine Dose. Wer vielleicht einen Euro oder so über hat und uns ein bisschen auch da in die Richtung unterstützen kann, darf das gerne tun. Das ist natürlich keine Pflicht. So, jetzt würde ich doch den Ralf ans Mikro bitten. Und nochmals kurz der Hinweis, also diese Ermächtigung von Ordnungsamt und anderen komischen Vorgängen, Abläufen. Also nochmals, sagt Bescheid, lasst uns gemeinsam dagegen einen Widerspruch einlegen. Es gibt genügend Zeugen, die das natürlich bestätigen. Hier sind selbstverständlich auch ganz viele Polizisten, die medizinische Kenntnisse haben. Nochmals der Hinweis, Infektionsschutzgesetz, das heißt ja nun, Paragraph 28 Absatz 1, die Maßnahmen der Polizei sind erst dann rechtens, wenn sie nachweislich eine Infektion festgestellt haben. Also ich möchte mal wissen, welcher Meister von denen in der Lage ist. Ich schaue jemanden an und kann sagen, du hast Corinna oder du hast was anderes. Also es findet hier so ein Ratemal mit Rosenthal statt und ich vermute mal und schaue mal und weiß ich überhaupt was oder laber ich einfach nur irgendwas nach. Also ich ziehe mir eine Maske auf, meine Kinder dürfen nicht spielen, aber ich kann jede Woche in den Dienst. Und jetzt hier, sehe auch hier Polizisten, die jede Woche irgendwo auf einer Demo sind. Fällt ihnen nicht auf, dass wir gesundheitlich richtig gut drauf sind, weil wir frische Luft atmen und nicht diese gefilterte Scheiße durch irgendwelche Staubmasken oder sonstigen Schwachsinn. Und nochmals der Hinweis, die EU warnt vor dem Tragen der FFP2-Masken. Sie sind bedenklich.
über einen längeren Zeitraum zu tragen. Und wenn jemand meint, sich diese Schnabeltasse ins Gesicht zu hängen, bitte sehr, aber mich zwingt niemand. Mich zwingt niemand, etwas ins Gesicht zu tun. Ganz einfach. Und da kann man sagen, oh, dann nehmen wir dich fest, dann kriegst du wieder ein Ordnungsgeld, dann kriegst du eine Strafe, dann kriegen sie ihren nächsten Widerspruch. Und ich warte immer noch auf die Reaktionen. Das ist für mich keine Einschüchterung, das ist ein Kasperletheater, was hier stattfindet. Auf einer rechtlichen Grundlage zu agieren, bedeutet auch für die Polizei, sich an gewisse Regeln zu halten. Aber das passiert ja schon über Monate, irgendwie sehr schlecht, würde ich sagen. So, jetzt denke ich, wird der nächste Klartext sprechen. Achso, genau, ich soll noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar werden wir das heute bei uns auch nochmal auf die Seite draufsetzen. Ein Kamerad, der ist schwer erkrankt, ist jetzt operiert worden. Da gibt es einen Spendenaufruf. Hier geht es also nicht ums Politische. Es geht dann ein bisschen auch die Hilfestellung anzubieten. Wir werden das bei uns auf die Seite setzen. Der ist an Krebs schwer erkrankt, der wird nicht mehr lange haben. Aber ihm vielleicht da ein wenig Unterstützung zu ermöglichen, wer das mag. Wir werden das bei uns auf der Seite nochmal reinsetzen. Da ist ein Spendenaufruf gemacht worden. Aber wie gesagt, es ist leider ja heute so. Es gibt nur noch Corona. Ich habe also im Bekanntenkreis mehrere Leute, wo die Behandlung gegen den Krebs im Moment eingestellt ist, weil das ist ja offensichtlich nicht so tödlich und nicht so dramatisch wie eine Corinna, die nachweislich, und ich spreche über die Seiten, die hier vertreten werden, RKI, Untersterblichkeit. Sie sollten mal lesen, denn Lesen bringt Wissen. Und Wissen ist heutzutage eine gewisse Macht. Und genau deshalb hat man auch mit uns Probleme. Denn wer muss denn was verhindern? Wir stehen auf der Straße für die Wahrheit. Und genau das will man doch verhindern. Wenn wir hier nicht die Wahrheit sprechen, warum kommen diese Vollpfosten nicht raus und sind mal dazu bereit, mit den Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, aus dem Volk, einfach einen Wortwechsel, eine Diskussion zu beginnen? Warum macht man es denn nicht? Warum lässt man nicht die Ärzte, die damals an den Pandemieplänen mitgearbeitet hat, warum verdammt nochmal nimmt man ihnen die Stimme? Und sie stehen hier wie so Popfiguren und sagen den Leuten, du hast jetzt eine Maske zu tragen, weil ich das will. Was ist das für ein Quatsch? Das sagt mir mein Arzt und sonst niemand. Niemand. Verdammte Scheiße, hört auf, euch das gefallen zu lassen. Hört es auf. Einige Leute und Verbrecher haben kein Gewissen. Ja, natürlich haben die kein Gewissen. Weil jeder klardenkende Mensch verstehen muss, also erst heißt es diese Scheiße von Maske, dann will man den Menschen erzählen, eine Impfung, die selbst bei einer Mutation, und jetzt mal aufgepasst, die Influenza, der Bestandteil einer Influenza ist schon Ewigkeiten Covid. Und man erzählt uns dann, dieser Covid, nachdem die Regierung ihn so toll trainiert hat, ist mutiert. Auch das ist normal, denn sonst hätte man die Menschen nicht jedes Jahr zur Grippeimpfung schicken müssen, weil man ihn ja modernisieren musste, diesen Impfstoff. Aber selbst da ist man zu blöd, das zu bemerken. Denn es gibt ja nichts mehr. Es gibt keine natürlichen Todesfälle mehr, außer Corinna. Corinna ist schuld für Schlechtwetter, Corinna ist schuld für das Sterben der Alten, aber das könnte doch im Leben nicht von dem Regime gedacht sein, dass es vielleicht Komplikationen bei dieser Impfung gibt. Nein, 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 nein. Dieses Regime schimpft über die ganze Welt, aber die Einzigsten, die keinen Fehler machen und die alles richtig machen, das ist Merkel und Co. Und das soll normal sein?
Das soll normal sein, den Eltern zuzumuten, Homeschooling. Aber noch nicht mal das Netz der Schulen ist in der Lage, eine digitale Schulbildung zu leisten. Aber die steht da, wir schaffen das. Und wenn diese Frau sagt, wir schaffen das, dann geht es jedem Einzelnen ans Portemonnaie. Man erzählt den Menschen, 2021 habt ihr was mehr in der Tasche. Aber sicher doch, wenn man es mal umrechnet, und ich denke, so einige von euch jungen Burschen, weil es ist ja lächerlich, also eine Ausbildung als Polizist mit 20 und dann einem von 50, Mitte 50 erklären, was das Leben ist, finde ich schon atemberaubend. Also ich kann das selber entscheiden. Ich brauche keinen Betreuer und schon gar nicht irgendwie, der immer seine Hosenträger hält. So, also das ist totaler Schwachsinn, was hier stattfindet. Das hat nichts mit wissenschaftlicher Arbeit zu tun oder mit wissenschaftlichen Grundlagen. Es ist ganz offensichtlich, dass diese Regierung völlig versagt hat. So, und jetzt möchte ich dem Ralf das Wort geben. Wo bist du, Ralf? Achso, da ist er. Also, der Ralf ist einige Kilometer auch angereist. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Und warum kennen wir uns einige Jahre? Weil wir dieses politische Versagen, diese Inkompetenz, die dort vorherrscht. Also das ist ja auch was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich bin ein Politiker und brauche Berater. Und ich brauche jetzt den Ralf und gebe dem das Wort. Danke. Kann man die Buchse vielleicht nach vorne stellen? Bitte? Ich glaube, wenn man das Mikrofon weiter weghält, dann dröhnt es nicht so. Kann es sein? Also Ralf, vom RKI montags. Das heißt immer, erfahrungsgemäß sind die Zahlen montags niedriger, weil dort weniger getestet wird. Also ist das für mich die Lösung. Aufhören zu testen, Pandemie beendet. Und auf Eigenverantwortung setzen, den Abstand halten, kein Problem damit. Ich habe kein Problem, wenn ich mal warte, bis jemand an der vorbeiläuft. Das gehört zum Respekt, das ist für mich nichts Schweres. Ja? Er sagt, er setzt auf knallhartes Durchgreifen der Maßnahmen. Kretschmann, diese Woche oder letzte Woche war es, knallhartes Durchgreifen, ja? Patrick Lindner, nee Quatsch, Christian Lindner heißt er, ja? Kennt ihr noch einen Populist? Er ist für die FFP2-Maskenpflicht, gibt den Herrn Zuluf recht. Die Maske mit der FFP2-Maske, die total schädlich ist, wenn man sie zu lange trägt. Und der Lindner springt dann auf den Zug auf und er macht mit, er will auch mehr Schnelltests, weil das Coronavirus so gefährlich ist. Nein, das Virus heißt SARS-CoV-2. Corona ist die Familie, aber mit dem Wort Corona schlägt man alles tot. Ja, also er hat schon ein Populist und jeder weiß, wie gefährlich diese Masken sein können, ganz klar. Wenn man sogar eigentlich ein ärztliches Gutachten braucht, damit man so eine Maske tragen kann bei der Arbeit, haben die ganzen Polizisten und Ärzte gesagt, dass sie die Maske tragen können, aus gesundheitlichen Gründen. Weil ohne das Attest wird das eigentlich gar nicht tragen, nur so als Tipp, dass ihr die Möglichkeit habt nachzufragen, ja? CDU, der Buffet, ich glaube, das Ministerpräsident in Hessen, ja, kennt den jemand, ja. Er redet vom englischen Virus, andere vom dänischen Virus oder südafrikanischen Virus und so weiter und so weiter. Sie geben dem Virus Ländernamen ab, aber wo war der wirkliche Ursprung? Und was sagte Gates nochmal? The next one, gonna pay attention. Das nächste wird Aufmerksamkeit erregen. Ich sag nur, 0117. Wir haben einen Kanal, der heißt Politisch Ungerecht. Und wir machen nur einen Kanal, Politisch Ungerecht. Und auf diesen Kanälen haben wir bereits im November darüber berichtet, dass das zweite Virus SARS in Wuhan bereits entdeckt oder produziert wurde. Das kann jeder selbst in seiner Fantasie bearbeiten. Anfang November, okay? In der Weihnachtswoche, Samstag, Videotext zu Afrika. Virus ist mutiert, Coronavirus mutiert, okay? Sonntagmorgens, UK, England. Oh, in England die gleiche Mutation, ganz gefährlich. Sonntagmorgens, vor Weihnachten. Und Lauterbach meldet sich zu Wort, er warnt vor einer Mutation. Der ist schlau, der passt den Moment ab, damit man ihn als Experten sehen kann, ja? So.
Wahrheit ist aber das, das Virus, was in Südafrika ausgebrochen ist, angeblich Weihnachten, wurde bereits Anfang Oktober in Südafrika entdeckt. Anfang Oktober, nachweislich, und kurz vor Weihnachten verkauft man uns dieses Virus als das Virus. Ich verstehe nicht, warum die Politiker uns so in das Licht führen, so arglistig und vorsätzlich täuschen, so korrupt, dass sie sagen, wir haben ein dänisches Virus, wir haben eine englische Variante, wir haben die Variante, die nächste Variante ist Nigeria entdeckt. Und ich habe gesagt, bis zum Jahresende ist die ganze Welt voll mit der Migration und der Viren. Und wie wir wissen aus Lehre vom Lesen, wissen Rothschild, wenn man genug davon liest, wissen wir, dass die Viren ein Leben lang nichts anderes machen, als zu wachsen, als zu mutieren. Hey, und die gute Nachricht, wir leben alle noch. Wir leben alle noch. Wir sind ja auch keine Corona-Leugner, stelle ich fest. Corona gibt's. Wir sind auch keine Impfgegner, stelle ich fest. Nur jeder sollte selbst entscheiden, wann und für was er sich impfen lässt oder welche Medizin er bekommt. 2008 Interview über Pfizer. Jedes Jahr sterben über 16.000 Menschen an den Nebenwirkungen von Medikamenten. Wer berichtet darüber? Auf unserem Kanal werdet ihr alles sehen. 16.000 Menschen jedes Jahr. Und 150.000 Menschen sterben jedes Jahr durch Tabakkonsum und deren Folgen. Wer berichtet darüber? Kein Mensch. Warum? Das ist so eine brutal gute Einnahme mit den Steuern, Tabaksteuer, Mehrwertsteuer drauf, die kassieren, die machen uns platt. Solange der Staat einen Profit davon hat, von den Toten, die rauchen, die geraucht haben, ja, solange wird alles erlaubt, okay? Redet keiner drüber, das ist das Problem. Hauptsache, wie gesagt wurde, es ist Corona. Also, wirklich ein Ursprung war bereits Anfang Oktober in Südafrika entdeckt, B117, wir haben gesagt, Anfang November, dass der nächste Virus in Wuhan bereits entdeckt worden ist, SARS, CoV-2, kann man alles nachlesen, okay? Söder hat gesagt, weil er so ein Arzt ist, ne? Corona ist genauso gefährlich wie die Masern oder noch gefährlicher. Und er redet über den achtersehnsten EU-Impfpass. Wow. Also wenn ich das höre, na okay, er entschuldigt es ja, der Ethikrat wird noch darüber entscheiden. Ihr müsst mal googeln, wer Mitglied im Ethikrat ist, dass ihr wisst, wie Entscheidungen zustande kommen. Die arbeiten ja alle zusammen, okay? Also, dieser Impfpass wird definitiv kommen. Ich habe diese Woche mit einem Mann gesprochen, 82 Jahre alt, pass auf. Er hat sich impfen lassen, ihm geht's gut. Ich sage, Mensch, ich wünsche Ihnen von Herzen alles gut und dass es auch so bleibt. Aber ich habe mal eine Frage. Der Impfstoff schützt nicht vor dem Virus, vor der Infektion, er schützt auch nicht vor dessen Weitergabe. Warum haben Sie sich jetzt wirklich impfen lassen? 82 Jahre alt? Wörtlich? Naja, ich will im Februar oder März nach Griechenland fliegen. Mit dem Impfpass darf ich das. Also die Menschen werden unter Druck gesetzt. Sie machen das alles freiwillig. Naja, wir haben ja die Wahl. Fliegen wir oder fliegen wir nicht? Ist es so? Wir können auch zu Hause bleiben. Wir müssen auch nicht reden. Wir können auch dem Auge kommen. Wir haben doch die Wahl. Es gibt doch keinen Impfzwang. Wir haben keine Wahl mehr. So sieht's aus. Ich rede nur, was die berichten. Natürlich haben wir keine. Der soziale Zwang ist doch da. Ich habe gestern erst mal Hausverbot bekommen in der Bäckerei. Ich bin mit einem Lächeln drin gewesen. Hab dann die Maske so gehabt. So, genau so. Dann sagt sie, sie haben Hausverbot. Tschüss. Wir haben noch gewunken. Warum hat die das gemacht? Weil eine alte Dame drin war, die sagt, der hat keine Maske, der hat keine Maske. Die neue Polizei in diesem Staat sind die Denunzianten, die nichts Besseres zu tun haben, als ihr unglückliches Leben zu erfreuen, indem sie andere schlecht machen. Das ist meine Meinung, okay? Also googelt den Ethikrat bitte. Und die von der Leyen, die kennen wir auch alle, die so viel für uns getan hat, für unsere Bundeswehr. Die hat auch als Arbeitsministerin gelogen. Ich habe die ganzen Reden über die ganzen Jahre verfolgt. So, sie sagt auch, wir brauchen einen EU-Impfpass. Weil es ist doch eigentlich normal, wenn man sich impfen lässt, dass man einen Impfpass hat. Das stimmt ja auch, ne? Aber es darf nicht zur Pflicht gemacht werden und nicht gesetzlich verankert werden, dass ich nur mit einem Impfpass reisen darf. Und solange im Gesetz kein Paragraph indiziert wird, der sagt, wir, die wir keine Maske tragen können, wir, die wir uns nicht impfen lassen, wir dürfen nicht diskriminiert werden, solange kein Artikel im Grundgesetz steht, das uns von jeder Diskriminierung befreit,
sind wir die Leidtragenden der nächsten Jahre, Leute. Wir brauchen einen Plan B. Okay? Seite 7. Geht's noch? Könnt ihr noch? Also ich könnte jetzt auch über Amerika und Geschichte reden, aber wir haben aktuell so viele Probleme, die hier vor Ort stattfinden, tagtäglich jetzt, jeden Tag mehr. Ich denke, wir müssen die Leute mehr auf das aufmerksam machen. Weil wenn wir über Trump reden, sind wir doch eh Rechtsextreme. Wenn wir über gute Politiker reden, sind wir alle, wir werden doch so oder so beleidigt. Gestern stand ich in Karlsruhe mit Mütze. Hey, der Bühler ist hier! Du Nazi, hau ab! Wir treffen dich nach der Demo! Ich hab's der Polizei gesagt, falls was passiert, ist nur Notwehr. Weil ich wende keine Gewalt an. Ich hasse Gewalt. Ihr hasst alle Gewalt, oder? Gebt mir Hände. Weil wir sind friedlich. Ich habe noch auf keiner einzigen Demo gesehen, dass von uns irgendwie Gewalt ausgegangen ist. Noch nicht ein einziges Mal. Aber der hat eine Hand gefangen, der darf mich öffentlich bedrohen und geht ohne Konsequenz davon. Das muss man halt erklären. Wenn ich ihn schlage, verliere ich. Wenn ich geschlagen werde, verliere ich. Also was mache ich? Ich gehe hin und weg. Weil dieser Mensch ist nicht wert ist. Ich werde ihn auch nicht belehren wollen, okay? Ja, und der Sohn hat ja gesprochen über Impfpflicht für Pflegekräfte. Impfpflicht. Und ich sage immer so, einmal gesprochenes Wort nochmal eines Politikers. Egal in welchem Kontext. Zu unserem Nachteil wird passieren. Die werden die Arbeitgeber so anheizen, die werden die so unter Druck setzen, dass sie sagen, du bist nicht geimpft, du musst hier raus. Da liegt es an jedem, sich zu wehren diesbezüglich. Ja? Also natürlich wird das kommen. Vergesst niemals das gesprochene Wort eines Politikers. Sie reden natürlich von einem Impfangebot. Ist das geil? Wow, Angebot. Nein, manche senden noch was. Und sie kosten auch gar nichts. Das Allerbeste. Die kosten nichts. Wer zahlt die Krankenkasse Beiträge? Wir, oder? Das kostet das Leben, das sage ich schon genau. Wir zahlen Krankenkasse Beiträge, oder? Und von wem kriegen diese Impfkassen mehr Geld? Wenn wir doch nochmal die Kasse oder? Von uns? Selbst wir müssen die PCR-Tests teilweise auch noch selbst bezahlen, wenn man es einfach nur so machen möchte. Es kostet alles Geld. Dieses und nächstes Jahr, dieses Jahr schon passiert mit Voraussage, sind die Zusatzbeiträge gestiegen. Jahr für Jahr wird alles teurer, auch ohne die Gretchensteuer, die wir jetzt auf Benzin, Diesel und Öl haben und so weiter. Ne? Also, sie spielen mit Worten und denken tatsächlich, ich sag's mal so, das deutsche Volk mit allem, was dazugehört, ist dumm genug, um das zu glauben. Sie wehren sich nicht immer und sie hinterfragen nicht immer. Das finde ich das Allerschlimmste. Ja, wer war der Lauterbach nochmal? Ganz wichtig. Er hat eine Harvard-Professur für Gesundheitspolitik und er hat Gesundheitsmanagement studiert. Ich habe gefragt, hatte der jemals eine Praxis? Kriegst du natürlich keine Antwort. Ich habe ihn eingeladen auf eine andere Demo, er kommt natürlich nicht. Er sagt im Fernseher, dann ganz ordnungsam, dass er freundlich bleibt, gell? Und er sagt im Panzer, er hat so viel Ahnung von dieser virologischen oder Virengeschichte, weil er mit vielen Experten zu tun hat und daher weiß er das alles, ja. Ich kann diesem Mann gar nichts mehr glauben, aber was das ARD ZDF aus dem Lauterbach macht, ist brutal. Einmal nennt man ihn einen Gesundheitsökonom, dann nennt man ihn einen Gesundheitsexperten, dann nennt man ihn einen Epidemiologe. Manchmal nennt man ihn auch Politiker. Virologe können wir streichen, der hat es nie gelernt. Er hat auch gesagt, wenn die Toten von 1000 auf 1500 steigen werden, sind die Intensivstationen überfüllt. Ich frage mich, warum? Tod ist doch tot. Tod ist doch nicht mehr auf der Intensivstation. Oder ich kann dieser Wortwahl nicht folgen von ihm, ja? Jetzt kommt's gegen Professor Dr. Merx. Teilnehmer der Bundespressekonferenz kriegt die Frage auch gestellt wegen der Triage, wen man zuerst behandelt, ja? Dieser Professor Merz hat gesagt, eine Triage werden wir in Deutschland niemals erleben, weil es über 10.000 Reserve-Intensivbetten gibt auf der Bundespressekonferenz. Da denke ich mir, wow, jeder sagt was anders, aber Lauterbach macht Panik, wir werden alle sterben. Wie begründet man eine Pandemie?
mit Überlastung des Gesundheitssystems, der Krankenhäuser, der Ärzte. Hier war in diesem Land noch nicht ein einziger Arzt, noch nicht ein einziges Krankenhaus wirklich überlastet. Pandemie ist ein Wort, um Angst zu machen, aber nicht, weil wir eventuell eine hätten. Sitzt zusammen zum Haus. So. Bin schon bei Seite 8. Also immer noch geht. Seiten hast du noch. Ja, da gibt es eine Flusspöhler, eine Philosophin bei Markus Lanz oder bei Maischberger, ich weiß nicht mehr. Ich will jetzt nicht mein Handy rausholen, aber sie hat auch gesagt, sie ist sehr enttäuscht über die Vorgehensweise dieser Regierung, über die Berichterstattung dieser Regierung und sie ist überzeugt davon, dass hier nur das gezeigt wird oder das in Amerika gleichzeitig gezeigt wird, um von den wirklichen Problemen abzulösen. Sie sagt, sie will das Schweden-Modell, also Eigenverantwortung, freiwillige Basis. Ich nehme doch keine Rücksicht auf ältere Menschen, wenn die dastehen. Und Schweden hat es tatsächlich geschafft, egal was man irgendwo in der Presse hört oder sieht. Svenja Flosspöhler, also manche Auftretenden zu gewissen Uhrzeiten sind ganz schön gut. Aber die müssen wir halt auch sich wirklich antun, ansonsten wird es schwierig, dass man ein Stück weit wirklich die Wahrheit findet, ein Stück weit, ja. Und dann gesagt, die Politiker haben den Bezug zur Basis, also wir zu uns, anscheinend verloren. Und das ging dann anscheinend nur alle 4 Jahre, und zwar genau dann, wann Wahlen sind. Ich habe mir ein paar Beispiele notiert, okay? Bald sind wir wieder Wahlen, Bundestagswahlen. CDU, Olaf Gudding, sagt, er will den Soli abschaffen. Kennt ihr mal den Soli? Wie lange wollten wir den schon abschaffen? Er will jetzt abschaffen und er will, dass kleine mittelständische Unternehmen das nicht mehr erahnen muss, dass man auch mal die Großen steuert. Ist es eigentlich selbstverständlich? Also, Herbert Grohl, das ist irgendwie auf so ein kleines Ballwerk und haben uns Augen genommen. Also, das ist ganz brutal. Er sagt, wir handeln jetzt, wir müssen zusammenkommen, wir müssen die Familienklasse kämpfen, den Kampf gegen rechts und ganz wichtig, vielleicht helfen werden. Und dann, ganz wichtig, sie müssen den Kindesmissbrauch bekämpfen. Wisst ihr, warum der Kindesmissbrauch niemals bekämpft wird? Der Kindesmissbrauch fängt im Bundestag schon an. Wie viele Pädophile, Kinderschänder, Befürworter haben wir im Bundestag? Das ist gar nicht so schlimm, ist, 6 unter 12 Jahre oder mit 12 Jahre die Grünen freizustellen, wenn es irgendeine Gewalt passiert. Und deswegen wird sich der Kindesmissbrauch niemals was ändern, die würden sich ja selbst verhaften müssen. Elmar Brok, der EU-Parlament, glaube ich, sagt, er will die Grüne auf keinen Fall in die Mitte lassen. Warum? Erstens hat er recht, zweitens macht er das Spiel teilen und herrschen. Jedes Mal wird gespaltet, zu den Wahlen wird wieder gespaltet. Gegen rechts, gegen Grün, gegen das. Kein einziger Glück, ein einziges Mal für den nötigen Zusammenhalt der Gesellschaft. Kein einziger. Die Politik lebt von Voraussagen in die Zukunft, was passieren wird, wenn ich das und das nicht tue. Und sie leben von Spannung. Franziska Brandmann sagt, von den Grünen natürlich, die EU ist Frieden, Wohlstand, noch mehr Demokratie, da muss ich immer lachen. Haben wir im Moment Frieden auf Europas Straßen? Haben wir mehr Wohlstand als vorher? Haben wir mehr Demokratie oder werden wir mundtot gemacht? Das sind die Grünen. Von der Leyen hat gesagt, nicht die Grenzen schließen, da ist der Wirtschaft schadet. Dann frage ich mich, wie es in Deutschland aussieht, mit einem 15 Kilometer Radius oder das Reisen in ein anderes Bundesland. Das ist strafbar. Aber in der EU, ich kann morgen nach Spanien fahren und ich garantiere euch, in Frankreich gibt es keine Kontrollen und in Spanien gibt es keine Kontrollen. Ich könnte morgen sofort nach Spanien fahren. Aber von der Leyen sagt nicht die Grenzen schließen, es würde der Wirtschaft schaden. Das Einzige, was der Wirtschaft schadet, sind die Politdarsteller im Bundestag. Ganz einfach. Die Ausführenden der Kapitalisten. Ich gehe da nicht ins Detail. Es ist einfach unverschämt, dass man uns hier für so blöd verkauft. Ich kann es nicht verstehen. Wenn man wirklich einen Weg gehen möchte, geht man dann in Vietnam. Meine Frau kommt aus Vietnam. Ende 2019 war die Viruspandemie in Vietnam mit weniger als 400 Toten beendet bei 110 Millionen Einwohnern. Hätten wir auch schaffen können, ohne Probleme. Wenn man konsequent mit, obwohl ich es einfach schlecht finde, australischen Weg, keiner rein, keiner raus, dann kann ich es bekämpfen.
Ich werde auch hier die Grenzen zumachen, wenn ich eine Pandemie habe, weil wir eine Völkerwanderung auf unserem Kontinent haben, logischerweise, und keine Kontrollen stattfinden. Höchstens nach Österreich, wenn in Wien eine Demo ist, wieder. Die Frau Schulde, da sie nichts Besseres zu tun hat von der SPD, will eine Limonadensteuer einführen, weil die Limonade schuld ist an Übergewicht und Krankheit. Nein, die Zuckermafia ist schuld dran. Die Frage ist, wenn jetzt die Steuer auf die Limonade kommt, trinken die Menschen weniger Limonade oder setzt der Staat wieder mal mit den kranken Menschen mehr Geld um? Entweder Dienste, Pharmaindustrie oder Fitnessstudio. Aber der Mensch, der sich gesund ernähren möchte, muss heute ziemlich tief in die Tasche greifen. Und vor allen Dingen, was wir brauchen, ist Politiker mit Verstand, mit Charakter, mit Verantwortung und Politiker, die einfach mal Mensch sein können und nicht nur ihre Taktik holen, solange das geht. Bestes Beispiel ist ja der Spahn. Zig Beispiele. Wir brauchen einfach mal Menschen. Wir müssen mit irgendeiner Aktion friedlich die Leute aus dem Bundestag verabschieden. Seid ihr neu? Ist er fertig? Ja, die Rehabilitation, das ist mein Herzensthema, hört genau zu, wer Kinder hat, auch die Polizei nochmal, ist auch der ein oder andere Kinder hat. Warum kommt jetzt das neue Virus ins Spiel, B117, ist ganz wichtig, ja. Mir blutet das Herz, mir blutet die Seele. Laut Trosten, unserem Spezialisten, gibt es ja noch keine klare Lage wegen der Mutation. Aber was hören wir jeden Tag? Es ist zwar nicht tödlicher, aber viel gefährlicher, weil sich schneller verbreitet und dann doch wieder tödlicher, weil wieder mehr Leute sterben. Woher wissen die das alles? Ich verstehe es nicht, die können wirklich nur in die Zukunft schauen. So. Und dann habt ihr natürlich den Lauterbach dazu schon gehört, oder? Ich muss immer lachen, ich muss einfach nur lachen. Das ist für mich niemals ein Politiker. Bisher haben die guten Virologen, Wodak, Dr. Bakti und alle, die da hinten dranhängen, haben alle festgestellt, dass die Kinder nicht unser Problem sind. Okay? Nachweislich. Kinder müssen wir schützen. Mit diesem tun sie unsere Kinder der Impfindustrie ausliefern, da es sehr so schnell verbreitet ist, auch bei Kindern, ganz besonders in den Schulen. Im Osten spricht man die Schulen bis Ostern. Ich bin so nah zu Menschen sogar. Ich bin halt kein Politiker, ne? Im Osten spricht man darüber, dass die Schulen bis Ende, also Ostern oder April, geschlossen bleiben. Die Kinder sind jetzt die Leidtragenden. Und dann kriegen die Eltern garantiert einen Brief nach Hause. Dann werden die Tests gemacht und wenn so eine Mutation festgestellt wird, dann werden die euch nötigen, dass ihr eure Kinder impfen lasst. Ich sag nur, lasst die Finger von unseren Kindern, lasst sie in Ruhe. Wir wissen genau, dass man durch sowas sterben kann, lebenslange gesundheitliche Folgen mittragen kann dadurch. Also es geht um unsere Kinder. Das ist mein Grund, warum ich wirklich kämpfe. Ne? Und ich habe jetzt geschrieben, jetzt habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst um die Kleinen, um unsere Kinder, weil sie jetzt so ansteckend sind, nach Lauterbach und geimpft werden müssen. Ja, und das meine ich verdammt ernst, das ist einfach so. Ja? Wir müssen unsere Zukunft schützen, unsere Kinder. Ja? Es wurde bewiesen, dass die Kinder nicht das Problem sind. Es wurde bewiesen, deswegen die neue Mutation. Die Pandemie wird nicht aufhören, das Mutieren wird nicht aufhören, die Corona-Geschichte wird niemals aufhören. Sie zerstören unsere komplette Wirtschaft in diesem Land. Als Ersatz wird die Pharmaindustrie gefordert, mit jedem Jahr 550 Milliarden Umsatz. 500 Milliarden durch Nebenwirkungen, okay, das sind die neuen Heiligen und da müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden. Demonstration, 5 Minuten, Demonstration, wir kriegen jetzt das Ende. Jetzt müssen wir hier zu lange weiter. Also das Problem ist wirklich, die Pharma müssen wir diesen Demos machen, vor Bundestag, vor Landtag, vor der Pharma, vor der Presse, vor den Mainstream-Medien. Da müssen wir Demos machen, wir müssen die rausziehen zum Gespräch. Lösung ist natürlich, ab sofort die PCR-Tests beenden, auch keine Schnelltests, die der FDP das fordert, sondern Eigenverantwortung und Austausch der Politdarsteller, Ende der verlorenen Pandemie, dann hätten wir schon gewonnen. Ich habe das Mikrofon abgekriegt.
Mann, pass auf, das Hackding ist fertig, aber. Ich lese was vor, liebe Großmutter. Bis zum heutigen Tage gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Sie wissen es und ich weiß es. Es gibt niemanden unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn, dann sind Sie schlecht, ne? Und wenn er es tut, weiß er im Voraus, dass sie nicht im Druck erscheint. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Andere von Ihnen werden ähnlich bezahlt für ähnliche Dinge. Und jeder von Ihnen, der so dumm wäre, seine ehrliche Meinung zu schreiben, stünde auf der Straße und müsste sich nach einem neuen Job umsehen. Auch wenn die Polizei ehrlich wäre, müsste sie sich einen neuen Job suchen. Das tue ich immer wieder in die Waagschale schmeißen, okay? Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stimmung innerhalb von 24 Stunden los. Es ist das Geschäft der Journalisten, die Wahrheit zu zerstören, ununterbrochen zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammon zu legen und das Land zu verkaufen für ihr tägliches Brot. So wie Mama Mägel unser Land verkauft. Sie wissen es und ich weiß es, was für eine Verrücktheit ist, auf eine unabhängige Presse anzustoßen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner unserer Talente, unsere Fähigkeit, unser ganzes Leben sind ein anderer Menschen. Wir sind intellektuelle Prospierte. Das kommt von einem US-amerikanischen Zeitungsverleger und Herausgeber der New York Times. John Swinton, 1880, könnt ihr YouTube eingeben. Und es hungern jedes Jahr über 1 Milliarde Menschen in der Welt. Es wird auf Corona geschoben, nein. Es hungern so viele Kinder und Menschen, ganz besonders in der Ausbeutung von Afrika, wo ich absolut dagegen bin, weil die oben den Hals nicht vollkriegen. Ich wüsste nicht, was sie mit 100 Millionen machen würde. Die wissen nicht mehr, was sie mit den Milliarden machen. Sie wollen die komplette Gesellschaft, die Menschen indoktrinieren, verändern, dumm halten. Lieferservice ist da, wir können alles mit Karte bezahlen, man kann auch einen Chip reinmachen lassen. Die wollen unsere komplette Gesellschaft verändern und dafür müssen wir einfach kämpfen. Ich kämpfe bis 2025, weil wenn dann das Besprechen Bargeldverbot von 1995 und es wird aber so gewöhnen, und wenn wir in die Vereinigten Staaten von Europa kommen und wir gar kein eigenes Land mehr haben, dann haben wir nichts, wofür wir kämpfen müssen. Sie weg, das Bargeld weg, unsere Freiheit weg, Plan B Leute. Bis dahin müssen wir versuchen, 180 Grad das Ding zu drehen, okay? Danke, dass ihr so viel Geduld gehabt habt. Danke schön. Gita! Soll ich nochmal? So, dann haben wir ja gar nicht mehr so lange. Ja, der Ralf hat ja jetzt auch so einiges angesprochen. Und genau das ist ja das, was ich eben auch sagte. Es sind ja jetzt auch einige Leute weg. Wir machen jetzt noch eine Rednerin gleich. Das Einzigste. Achso, wir haben noch 2 Redner. Ja, dann hat jeder von euch noch eine Viertelstunde. Okay? Du brauchst nur 7 Minuten. Okay. Dann ist die Irina vor dir und dann bist du dran. Okay? Das, was eigentlich jetzt von dieser Veranstaltung oder von dieser Demo mit nach Hause genommen werden sollte, was auch nochmal in die Streams reingeht, hört bitte endlich auf, euch mit irgendwelchen völligen, belanglosen und unsinnigen Diskussionen aufzuhalten, denn das bremst euch alle ab und hinterfragt euch endlich, was bin ich bereit für meine Freiheit zu geben. Und ich werde meine Freiheit, wenn es sein muss, mit dem Tod bezahlen. Denn das, was dieses Land mir als Zukunft anbietet, das will ich nicht und das werde ich versuchen, mit allem, was in meiner rechtlichen Macht steht, zu stoppen. Und ich fordere und ich werde auch gucken, dass wir eine Petition aufrufen, die, wenn es sein muss, wenn wir so viele Unterschriften kriegen, dass ich die Person nicht nach Berlin fahre und den Rücktritt dieser Regierung fordere. Denn wir müssen endlich anfangen, Lösungen zu finden. Wir sprechen immer und immer wieder diese Scheiß-Symptome an. Das heißt, wir unterhalten uns darüber, habt ihr gehört?
Morgen gibt es wieder diese Einschränkung. Und habt ihr gehört, die Verschwörungstheoretiker warnen davor, der Lockdown ist nicht Ostern beendet, sondern der Lockdown geht so lange, bis dass dieses Regime letztlich die Macht über jeden großen Industriezweig hat und die Menschen genau das tun, was sie wollen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, wenn man darüber spricht, dass man Menschen genmanipuliert beherrschen will. Das ist ein Fake. Und wer glaubt, diese Science-Fiction-Filme, das ist alles nur eine Illusion. Ich habe mit Regisseuren auch von Netflix gesprochen. Die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich auch einige Jahre im Schauspiel unterwegs bin für diese Propagandageschichte. Und auch da verzichte ich im Moment auf ein Zusatzeinkommen, weil ich mich nicht irgendwo in einen Aufenthaltsraum mit einer Maske stelle und dann wie ein Püppchen dem Volk vorspiele, schaut mal her vor der Kamera, brauche ich diesen Rotzlappen nicht. Und das ist für mich ein Schauspiel, was ich nicht mitmache. Das ist einfach nur Verarsche. Also hört auf, euch mit Symptomen zu bekämpfen oder zu beschäftigen. Hört auf, euch aufzuhalten, dass 1000 Menschen eine Lösung anbieten. Ihr habt gerade den Ralf gehört. Ihr merkt, wenn ich spreche nicht über dieses fucking Corona. Corona ist nicht das Problem in diesem Land. Ja, ja, auch Ihnen wird das Lachen noch vergehen, das verspreche ich Ihnen. Genau, richtig. Gut, dass Sie kein E-Bike fahren und ein wenig auf die Umwelt achten. Meine Güte, also diese Ignoranz von Erwachsenen, das ist heute genau das, was diese Regierung dahin gebracht hat, dass sie machen kann, was sie will. Genau, und es ist natürlich lustig, wenn man Unternehmen, Sie sprechen wahrscheinlich auch von Solidarität, Sie sind ganz solidarisch, aber es ist natürlich total toll, zu sehen, wie man Menschen die Grundlage unter den Füßen wegreißt. Genau, das ist ganz lustig. Wissen Sie was? Das ist unmenschlich und ekelhaft. Und ich verabscheue solch ein Verhalten. Das ist meine Meinung. Genau, genau, genau. Ne? Also, und wenn Sie meinen, wir haben noch Ihren guten Job, bitte sehr, glauben Sie. Ich verspreche Ihnen, das wird auch Sie nicht lange glücklich machen. Und wenn Sie glauben, das Leben besteht daraus, morgens zur Arbeit zu fahren, sich abends wegzuschießen, dann tritt man in die Pedale und fährt von dannen. Feiger Hund. So, jetzt, genau. Ah ja, Fahrradfahren, ja, ja, genau. Aber auch da hat man die Menschen ja mittlerweile so verängstigt, dass sie selbst im Fahrrad an der Natur mit Maske laufen. Und unsere Polizei ist natürlich auch total toll. Clankriminalität, kein Thema in diesem Land. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Heute sind die Probleme Schneemänner und Skipisten. Das ist das, wo sich die Polizei mit auseinandersetzt. So. Und jetzt kann gerne die Irina ein paar Worte sagen. Hallihallo, hallo Düsseldorf, hallo Deutschland, was ist los mit dir? Es ist hier so vieles schon angesprochen worden, dass ich es eigentlich nicht wiederholen muss. Aber ich habe doch auch einige Fragen. Der Ralf hat schon so viele Fragen gestellt und das muss ich mal aufgreifen. Was ist los, dass keiner mehr vor seiner eigenen Türe kehrt? Aber dafür, sobald er seinen Arsch überhaupt mal auf die Straße bewegt, ja, sich hier aufführen muss als Masken-SS, ja, und behinderte Menschen schon früh morgens belästigen muss, ja, warum man keine Maske trägt. Ich bin nicht dazu verpflichtet, jedem Passanten irgendetwas vorzulegen oder auch nur eine Glaubhaftmachung darzulegen. Kehrt vor eurer eigenen Türe und schaltet euer Gehirn aus, an. Ihr habt es ja ausgeschaltet. Ach mein Gott, ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen hier. Ich sage nur mal ganz deutlich, Maske ab,
Herren an. Mut an, vor allem, Deutschland. Wo ist dein Mut geblieben? Ich habe schon mal angesprochen, vor einigen Monaten, dass eine Diktatur von oben bestimmt wird, aber gemacht wird sie unten. Und zwar von jedem, der mitmacht, von jedem, der immer noch schweigt, aus Angst, er könnte vielleicht seine Arbeit verlieren. Ja, weil man nicht den Mut hat, gegen seinen Dienstherrn aufzubegehren. Aber aus Solidarität trägt man eine Maske, die vor nichts schützt. Hallo? Maske ab, Hirn an, Mut an, Deutschland! Wo ist denn eure Solidarität mit unserer einst so stolzen Wirtschaft, mit unserem Mittelstand, der mit Vollgas gegen die Wand gefahren wurde? Wo ist denn eure Solidarität? Ja, da bleiben die Antworten aus. Ja, weil jeder immer nur nach dem Motto handelt. Wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Und genau deshalb sind wir da, wo wir gerade stehen. Genau deshalb findet gerade das statt, was stattfindet. Aber das ist ja nicht nur ein nationales Problem. Das ist ja eigentlich ein weltweites Problem, obwohl es doch von Land zu Land Unterschiede gibt. Also bei den Italienern sind die Lokale geöffnet. Wenn ich hier durch die Stadt fahre, sehe ich nichts außer geschlossene Läden oder schon leerstehende Läden. Ja? Da auch wieder. Maske ab, Mut an, Laden aufmachen. Aber keiner tut was. Aber es liegt auch daran, dass die Menschen sich immer noch nicht alle zusammenschließen. Und da komme ich mal hier auf das Motto. Klartext 2021, gemeinsam. Es gibt zu viele kleine Gruppierungen, wo einer mit dem Finger auf die andere zeigt. Bei dem stimmt das nicht und bei dem das nicht und bei dem dies nicht. Und deshalb besteht immer noch keine Gemeinsamkeit. Wir können dieses Ding drehen, aber das geht nur gemeinsam. Und zwar weltweit gemeinsam. Weil wir haben hier heute über so viele Dinge gesprochen. Über Politik, über Verordnungen, über Gesetze, über Korruption. Ja, es sind so viele Dinge zu Wort gekommen. Aber ich glaube, das, was die meisten noch nicht wissen, ist, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, dessen Macht wir uns in unseren schlimmsten Träumen nicht ausmalen können. Ja? Wir fangen immer nur an im Klein-Klein. Aber keiner macht sich mal die Mühe, über den Tellerrand hinaus zu gucken und mal das große Ganze zu betrachten. Dafür muss man natürlich auch ein bisschen recherchieren und lesen. Ich sage ja immer, lesen bildet. Und dann wird einem einiges klar. Der Daniel Langhans hatte eben schon einiges angesprochen. Der Ralf hat einiges angesprochen. Und dann muss man die Bausteine zusammensetzen. Und man muss noch mal eine Etage höher denken. Weil das, was hier stattfindet, mit Politik und diesen ganzen gekauften und korrumpierten Marionetten, das ist alles nur, um uns zu beschäftigen, um uns abzulenken vom großen Ganzen, vom globalen Problem, was wir eigentlich haben. Weil alles wird gestört,
von einem Gegner, der schon seit Jahrhunderten die Fäden in der Hand hält und die ganze Welt immer nach seinen Marionettenfäden tanzen lässt. Und dieser Gegner, der ist unglaublich mächtig. Aber man kann sich auch gegen so einen Gegner zur Wehr setzen. Aber das geht nur gemeinsam. Und dazu rufe ich jetzt auf, Menschen, findet endlich zusammen! Und ihr müsst aufhören in Klein-Klein und dies und das und in Unwichtigkeiten und Syndromen zu denken. Ja? Schön, dass ihr hier wart, ne? Ihr müsst euch bilden und lesen, das ist unbequem. Ja? Es gibt auch Leute, die lesen vor, kann man sich auf YouTube dann angucken. Aber mit dem, womit wir es zu tun haben, es ist einfach nur eine einzige große inszenierte Sache aus Satans Händen. Ich nenne es jetzt beim Namen vom mächtigsten Orden der Welt, den Jesuiten. Vom Jesuitenorden. Das ist der mächtigste Orden der Welt. Es gibt jemanden, der liest darüber auf YouTube. Ich glaube, der heißt Jagger66. Könnt ihr mal suchen. Aber könnt ihr euch damit mal beschäftigen, was dieser Mann vorzutragen hat. Aus alten Büchern, aus neuen Büchern, aber alles knallhart recherchierte Tatsachen. Die Wurzel des Übels ist der Vatikan. Und der Jesuitenorden ist ganz streng mit dem Vatikan verbunden. Und da sitzt Satans Stachel. Und das sind die, die die Fäden in der Hand halten. Weil die haben überall auf der Welt, in den mächtigsten Positionen, sei es in der Wirtschaft, in der Medizin, in sämtlichen Wissenschaftsbereichen, in der World Bank, überall hat man dort Menschen installiert, die diesem Orden zuarbeiten oder auch schon angehören. Und unsere Politiker weltweit, das ist alles nur Schauspiel. Guckt es euch an. Sucht Jagger66 auf YouTube. Lasst es euch vorher lesen, wenn ihr es nicht selber lesen wollt. Man kann diese Bücher auch kaufen, es sind alte Bücher. Harte Kost, kann ich nur sagen. Ja, dann nochmal zum Thema Masken. Wie gesagt, auch die FFP2-Masken schützen nicht vor Viren. Deswegen frage ich mich nochmal, was soll der Quatsch eigentlich? Lasst einfach, da fängt es doch mit an, gemeinsam. Warum stehen wir hier? Wir stehen hier, weil wir gegen etwas sind. Wir sind gegen die Unterdrückung, wir sind gegen die Regierung, wir sind gegen die Masken, wir sind gegen ein Virus, was man jetzt aufdrückt, was es eigentlich schon immer gegeben hat, dessen Wichtigkeit auf einmal hervorgespielt wird. Und in der Tiermedizin sind Coronaviren seit ewigen Zeiten bekannt. Die hat es schon immer gegeben. Und die mutieren, weiß Gott wie. Bei Katzen gibt es eine Coronavirenimpfung. Das ist so eine Nasensprühimpfung, ja? Vielleicht ist die ja schon drin in der FFP2-Maske. Und durch die warme Atemluft wird sie von innen abgelöst und ihr atmet sie ein. Möglich ist das. Technisch ist das möglich. Also kann man es nicht ausschließen. Aber diese Impfung gibt man den Katzen nicht im Tierreich, also in der Tiermedizin, weil die so deftige Nebenwirkungen hat. Ja? Und da will man das verkaufen, dass man innerhalb von 6 Monaten einen Impfstoff für Corona, was den Menschen betrifft, entwickelt und getestet. Ja, genehmigt worden ist er ja. Genehmigt wird, ja.
in 6 Monaten, wo man das für die Tiermedizin seit Jahrzehnten versucht. Finden wir den Fehler, sage ich nur. Leute, Leute, werdet wach. Und da frage ich mich jetzt wieder, wer ist gemeinsam, wer ist gemeinsam? Warum habt ihr nicht alle den Mut und nehmt diesen scheiß Maullappen endlich ab und zeigt Solidarität mit allen Menschen. Zeigt Solidarität mit den Mittelständlern, deren Existenzen mit Vollgas an die Wand gefahren worden sind. Warum? Warum habt ihr nicht den Mut? Frage ich euch. Wer ist das Problem? Wenn alle das machen, ja, aber jeder geht immer noch verstohlen hin, so, dann mach ich nächstes Mal das Tuch hoch, da gibt's keinen Ärger. Ja und? Wenn's alle machen, dann werden wir mal sehen, wer demnächst in der Minderheit ist. Aber im Moment ist es noch so, dass die Menschen, die eben aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, in der Minderheit sind. Und das sind eben behinderte Menschen und kranke Menschen. Und deswegen rufe ich nochmal dazu auf. Maske ab, Mund an. Vor allem Hirn an. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch ersetzen soll. Ich habe über alles schon gesprochen. Ja, nicht heute, aber in den vergangenen Monaten. Impfung, Maske, Maskenpflicht für Kinder. Ja, dazu sage ich auch, sollte es die FFP2-Maskenpflicht für Kinder in der Schule jemals geben, wird meine Tochter weiterhin nicht zur Schule gehen. Und das verteidige ich mit meinem Leben. Ja? Sie geht seit dem Herbstferien nicht. Mittlerweile ist Online-Unterricht. Der Klassenlehrerin habe ich mich ganz gut arrangiert. Ja, und alles andere, dazu stehe ich. Und das werde ich auch immer weiter durchsetzen. Und ich werde mein Kind garantiert nicht in eine FFP2-Maske zwängen. Niemals. Und ich werde mein Kind auch niemals impfen lassen. Ich habe gesagt, schon in den vergangenen Monaten, nur über meine Leiche. Und dazu stehe ich weiterhin. Und ich denke einfach, wo ist da auch die Solidarität der anderen Eltern? Wieso schickt ihr eure Kinder so zur Schule? Ich weiß, dass in weiterführenden Klassen teilweise Unterricht stattfindet. Was tut ihr euren Kindern an? Nur damit ihr arbeiten gehen könnt, damit eure Kinder zu Hause nicht stören, damit sie weg sind aus dem Haus? Ja? Das ist ja alles eine reine Bequemlichkeit. Warum tut ihr das eurem eigenen Fleisch und Blut an? So, mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Weil es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt und es gibt auch nichts mehr hinzuzufügen. Weil jeder sollte einfach anfangen, sein Gehirn einzuschalten, selber denken, selber recherchieren und vor allen Dingen mal über das Motto gemeinsam nachdenken. Einfach mal nachdenken und dann handeln nach diesem Motto. Gemeinsam. Schließt euch zusammen, Menschen Deutschlands. Schließt euch zusammen, Menschen auf der Welt. Das gilt an alle. An alle Menschen, die hier stehen. Egal ob uniformiert oder nicht uniformiert. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt haben wir noch den Kevin. Der wollte auch nochmal sprechen. Genau, der Kevin kann sofort ran. Ja, ich muss ja immer irgendwie noch was dazu sagen. Weil egal, wie mächtig oder wie stark dieser Gegner ist, dann sollte man sich dem Gegner auch entsprechend selbstbewusst gegenüberstellen. Dann wird der Gegner nur so stark sein, wie ich das zulasse. So einfach ist das Problem der Gewaltenverteilung. Und deshalb, das, was die Irina gerade sagte, das A und O in diesem Land, ist diese gespaltene Gesellschaft. Hört auf, euch gegenseitig fertig zu machen. Genau das ist der verfluchte Plan dieser Regierung. So, und jetzt kommt der Kevin.
Verfickte, wollte ich sagen. Genau. Ja, er hat aber damit recht, was er sagen wollte. Denn darum geht es ja. Sie wollen uns F. Aber ich frage euch, wollt ihr euch F. Nein! Nein! Werden wir auch nie machen lassen, vor allen Dingen nicht in dieser Zeit. Denn, wie meine Vorrednerin gerade so schön sagte, sie hat das Thema Kinder angesprochen, sie hat das Thema Zukunft unseres Volkes angesprochen. Wir leben im Moment in einer Zeit, wo unsere Zukunft nicht so gut aussieht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass es Menschen gibt, weltweit, Deutschland, Europa, Amerika, Australien und in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, die sagen, wir wollen das Establishment der heutigen Zeit nicht mehr haben, wir bauen eine neue Zukunft und ich frage euch, seid ihr dabei? Und mir treten immer wieder Menschen gegenüber, die sagen, was hat das denn alles für einen Sinn? Dann denke ich mir so, was meinst du damit, was hat das alles für einen Sinn? Ja, zum Beispiel Demonstrationen durchführen, Unterhaltungen zu führen mit anderen Menschen. Was hat das alles für einen Sinn? Dann sage ich, da gehe ich in mich und frage mich, na, was ist denn die Alternative? Zu Hause sitzen, die gebückte Stellung mit dem Kopf üben, nämlich auf sein Smartphone schauen, dort den Facebook-Helden spielen. Schlimmer noch, den ganzen Tag den Fernseher laufen zu lassen. Ist das die Alternative? Nein, natürlich nicht. Jeder kleinste Schritt vorwärts in eine Richtung, wo vielleicht die Zukunft ungewiss ist, wo vielleicht das Ziel, wo man auch mal auf die Schnauze fallen kann. Aber jedes Ziel, das man sich steckt, das man verfolgt und den Schritt nach vorne wagt, und wenn man den Weg geht, ist tausendmal mehr wert, als gar nichts zu tun. Das ist im Alltag eines jeden Menschen so, als auch bei größeren Dingen. Deswegen sage ich, was macht das für einen Sinn heute? Jeder einzelne Mensch, der hier steht, der jetzt vielleicht mal nicht auf sein Smartphone schaut, sondern mal zuhört. Okay, weiß ich. Frauen haben Multitasking-Fähigkeiten, ich weiß. Genau. Nein, jeder einzelne Mensch, der hier steht, morgen beginnt ein neuer Tag. Der Tag heute ist auch noch nicht zu Ende. Vielleicht begegnet euch im Alltag, begegnen euch Ungerechtigkeiten. So, und da fängt es doch an. Ihr könnt im Alltag als Vorbild fungieren, indem ihr sagt, wenn ihr im Alltag Ungerechtigkeiten seht, zum Beispiel, wenn eine junge Frau belästigt wird, dann überlegt nicht, sondern geht einfach mal dazwischen. Es muss ja nicht zum Äußersten kommen. Manche freuen sich auf das Äußerste, aber der normale Mensch eher nicht. Sag ich jetzt mal so, da kann man sein Wort erheben. Das ist, wo ein einzelner Mensch Mut zeigt, aufsteht, seinen inneren Widerstand überwindet. Und wenn das viele tun, immer mehr, dann entsteht eine Energie und so kann man Veränderungen vollbringen. Aber wenn man von vornherein sagt, ach nee, das bringt eh alles nichts, oder wenn mein Fußballverein nur am Verlieren ist, die sind eh schon abgestiegen, dann bin ich doch kein richtiger Fan. Wenn ich ein Mensch mit Herzblut, mit Leidenschaft bin, der glaubt doch bis zum Ende an seinen Verein, an seine Kinder, an seine Ehefrau, an sein Vaterland. Wir werden in Zukunft, jeder im Alltag, wenn ihr Mut zeigt, unser Vaterland genauso, die Menschen, die dieses Vaterland repräsentieren, das deutsche Volk, wir werden, das kann ich euch versichern, wir werden in Zukunft noch mehrmals auf die Fresse fallen. Aber wir dürfen nicht liegen bleiben. So, jetzt kommen wir auf das Thema, langsam zu sprechen, Corona. Es wurde schon viel drüber gesagt, ist auch alles richtig. Wir leben jetzt mit diesem Thema Corona. Okay, jetzt gibt es viele Menschen, die sich vielleicht mit alternativen Informationen nicht beschäftigt haben, die glauben jetzt der Regierung, ach, wenn ich mich jetzt noch ein paar Wochen am Riemen reiße, dann darf ich im Sommer wieder ins Schwimmbad, dann darf ich wieder mit meiner Familie Eis essen gehen, dann darf ich reisen. Ich frage euch jetzt mal, haben diese Menschen, die sie denken, recht?
Warum kommt dieses Misstrauen? Das kommt ja irgendwo her. Dieses Misstrauen wurde im Laufe der letzten Jahre geschürt, geschürt und geschürt. Deswegen kann ich den Menschen sagen, glaubt dieser Regierung nicht. Sie haben euch 2015 bei der Flüchtlingskrise verarscht. Sie haben euch bei dem Klimathema mit dem kleinen Greta-Lein, haben sie euch auch an der Nase herumgeführt. Und das machen sie jetzt auch wieder. Wieso sollen sie jetzt die Wahrheit reden, wenn sie vorher gelogen haben? Überlegt doch mal logisch. Also ein gesundes Misstrauen ist angebracht. Obwohl ich habe da wirklich eine radikale Einstellung. Ich sage, Corona ist für mich fake. Und wer sich impfen lässt, der begibt sich in Lebensgefahr. Zumindest wissen wir nicht, was die einen da in unsere Adern spritzen sollen. Und dort ist es doch, sagen wir vom rein gesunden Menschenverstand her, ist es doch logisch, dass wir sagen, wenn die es so schnell raushauen, lasst euch jetzt impfen. So wie doch wissen, dass eine Forschung über einen Impfstoff mehrere Jahrzehnte eigentlich dauert, dann ist es doch eigentlich normal, dass wir ein wenig misstrauisch sind, dass wir denen nicht sofort glauben, wo wir wissen, dass sie uns vorher auch schon angelogen haben. Liegt in der Natur der Dinge. Es gibt ja auch gar keinen Impfstoff. Ja, wir haben jetzt viele Informationen gehört und viele Informationen darüber, warum wir uns nicht impfen lassen sollen. Ich glaube auch, die machen so einen Druck mit, auf einmal wird das Virus mutiert. Irgendwie Südafrika mutiertes Virus. Ich glaube, da gibt es noch einen aus Brasilien, einen aus Großbritannien. Nächste Woche gibt es noch einen irgendwie aus Venezuela, aus Finnland auch noch wahrscheinlich. Also ich finde ein bisschen lächerlich, die ganzen mutierten Viren, die es jetzt gibt. Also das soll Druck erzeugen, dann wird schon ins Spiel gebracht. Ja, wer sich nicht impfen lässt, der sollte wahrscheinlich dann einen Impfpass bekommen und nachlegen, dass er geimpft geworden ist. Sonst darf er nicht irgendwelche Fernflüge machen. Das sind alles Druckmittel. Und wer so einen starken Druck ausübt, da kann das schon wieder etwas nicht dran stimmen. Da muss irgendwas anderes dahinter stecken. Jetzt lassen wir mal den großen Plan der NWO außen vor. Ich glaube da auch dran, aber müssen wir es nicht weiter ausbreiten. Mir geht es jetzt einfach nur um den normalen Menschenverstand. Wir leben in dieser Zeit mit Corona, hinterfragt dieses ganze Thema und bitte, ich bitte euch, lasst euch nicht impfen. Die können uns nicht zwingen. Die versuchen es durch die Hintertür. Die versuchen durch die Hintertür uns dazu zu bringen, mit Schreckensmeldungen, Panik und oh Gott, wenn du das nicht machst, dann bist du nicht solidarisch, die sind nämlich intelligent. Dann gehen die an das Thema Nächstenliebe. Willst du etwa deine Oma, dass sie stirbt? Willst du, dass deine Freunde sterben? Damit wollen die uns kriegen. Aber ich habe so das Empfinden, auch wenn viele vielleicht hoffen, im Sommer ist die ganze Scheiße vorbei, was wir, denke ich mal, alle nicht glauben. Trotzdem habe ich das Gefühl, mehr und mehr teilen unsere Einstellung. Die sagen, die Impfspritze kommt mir nicht in meinen Körper. Und das ist gut und das ist hoffnungsfroh. Und ich hoffe einfach, dass diejenigen, die sich impfen lassen wollen, mehr und mehr werden. Denn wenn sie mehr und mehr werden, dann fällt das System. Und auf diesem Weg sind wir nämlich. Aufklärung, zusammenkommen, uns mit den kritischen Medien auseinandersetzen. Wir sehen doch, mehr und mehr wollen sich nicht impfen lassen. Das ist schon ein Erfolg. Das ist schon ein Erfolg. Und die werden langsam nervös. Sonst würden die nicht sagen, aus drei Ländern mutierte Viren. Und würden diesen Impfpass ins Spiel bringen. Die werden nervös, weil die merken, die Menschen wollen das nicht. Die wollen sich nicht impfen lassen. Mehr und mehr. Jetzt hat mich auch gerade eine Kameradin gefragt, ja, aber wie sieht das aus, wenn ein Gesetz jetzt hier kommt, wo jeder sich impfen lassen muss? Warten wir erstmal ab. Ich glaube, so einfach ist das nicht, dass die ein Gesetz verabschieden, wo drin steht, jeder muss sich impfen lassen. Warten wir erstmal ab, was in den nächsten Wochen passiert. Die versuchen jetzt mit allen Mitteln durch die Hintertür, dass wir uns impfen lassen sollen, aber warten wir erstmal ab. Die sind sehr nervös, treten immer mehr aggressiv und mit Druck auf. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, die Corona-Kritiker.
Und deswegen glaube ich, fällt das System, so wie das Flüchtlingsthema gefallen ist, so wie das Klimathema gefallen ist, wird auch Corona fallen. Das ist ein Versprechen. Denn irgendwas macht den Angst. Ich kann euch sagen, was den Angst macht. Der frei denkende Mensch auf dieser Erde, der macht den Angst. Und solange es frei denkende Menschen gibt, solange es das deutsche Volk gibt, was mit Mut nach vorne geht, solange besteht Hoffnung und solange wird das System, das Sklavensystem nicht umsetzen können. Dankeschön. Super Rede, Kevin. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Ich bedanke mich dafür, dass ihr alle da wart. Und bis zum nächsten Mal will ich hoffen. Ah, Dieter will auch noch was sagen. Aber nur ganz kurz. Genau, ich bin ja immer ganz kurz, weil wir müssen ja jetzt, ne? Die Auflagen, die können auch die Uhrzeit und der Virus auch. Der wird wahrscheinlich nachher macht der Feierabend. So, nochmals in die Streams rein. Hört auf! Hört auf, euch gegenseitig zu beschießen. Der einzigste Feind heißt Merkel, Söder, Spahn und das andere komische Getümmel da. Also lasst uns auf die Straße, lasst uns laut sein und lasst uns aufhören, all diese Maßnahmen zu schlucken. Es muss Schluss sein mit dieser Scheiße. Das hat mit Menschlichkeit und mit irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen so viel am Hut, wie das, was jeder Mensch morgens nach dem Kaffee ins Bad bringt. Nämlich nichts. Es ist weder etwas Sinnvolles, noch hat es mit dem Schutz der Bevölkerung zu tun. Also wenn ich den Menschen erzähle, zieht ihr eine Maske auf, aber irgendwo anders kann ich mich dann hinstellen, weil ich ja nicht auf diesem Gelände stehe. Also der Knaller war hier in Düsseldorf. Ab 19 Uhr, jetzt brauchen Sie die Maske nicht mehr, aber am Veranstaltungsort. In Berlin ist es andersrum. Da kommen die Herrschaften um 19 Uhr und sagen, Sie können jetzt die Maske ausziehen. Ich habe dann den Polizisten gefragt, ja, warum kann ich den denn jetzt ausziehen? Ja, das sind die Vorschriften. Ich sage, ist er jetzt weg? Kommt er morgen wieder oder können wir uns jetzt drauf verlassen? Jetzt haben wir Schluss. Nee, der kommt dann morgen wieder. Also, wir haben gelernt, dieser Virus ist sowas von geil trainiert. Und ich sage, ich bin besser, denn ich bin der Trainer dieses Virus. Und ich lasse mich von diesem Virus weder einschüchtern noch sonst was. Denn, Frau Merkel, wir werden auch ganz sicher sehr bald wieder auf der Straße stehen, laut sein und Ihnen sagen, was Sie für eine beschissene Arbeit verrichten. Denn das kann jeder Vollidiot dreimal besser wie Sie. Und Sie werden von mir hören. Und mein Angebot gilt, diskutieren Sie mit dem kleinen, dummen Dieter aus dem Volk. Und ich werde Ihnen zeigen, wie Ihre Lügen ganz schnell aufgetischt werden. Aber ich weiß, Sie sind so feige und verstecken sich hinter Ihrer Mauer und hinter Ihren Zäunen. Denn eine Regierung, die ja so tolle Arbeit leistet, ist doch selbstverständlich. Die muss ich schützen, denn das Volk steht ja so dahinter, 38% CDU. Wenn Wahlen etwas verändern könnten, wären sie verboten. Und das haben wir alle gesehen bei der EU-Wahl, denn niemand konnte von der Leyen wählen. Wer hier von Demokratie spricht, tritt sie mit Füßen. Wir sagen, was Demokratie ist und leben sie. Und das ist gemeinsam, denn ein Volk zu spalten hat überhaupt nichts mit Demokratie und Menschlichkeit zu tun. Also hört auf, euch zu unterdrücken, denn die Einzigen, die hier ein Problem darstellen, das ist in Berlin das Regime. So, und ich danke jedem Einzelnen, der hier war, an die Streams nochmal. Hört auf, meldet euch, lasst uns zusammenkommen und nur so mit der Gewalt eines zusammenstehenden stehenden Volkes. Damit haben wir die Macht, etwas zu verändern. Und desto mehr wir werden, desto größer die Chance, dass alles friedlich und ruhig bleibt. Also, kriegt den Arschuh und die Zeng auseinander. Ich danke euch. Wir danken dir. So, müssen wir das jetzt noch beenden? Ja.
Also, dann sage ich jetzt einfach nochmal, damit ist die Versammlung dann beendet, ganz offiziell. Danke. So Leute, das war's. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.